Ja, einen schönen guten Tag, grüßt euch. Mein Thema ist ja relativ bodenständig, verglichen mit dem, was alles noch im Kongress wartet. Die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens. In den vergangenen gut 30 Jahren, wo ich Beratung gemacht habe, Psychotherapie, ist mir das besonders aufgefallen, dass die große Mehrheit der Menschen bei uns von den Regeln, die unser Leben bestimmen, wenig bis gar keine Ahnung hat. Und dieses Nichtwissen zu vielen Problemen führt, die in der Regel projiziert werden auf irgendjemanden, die kaum auf sich selbst zurückbezogen werden, was nach meinen Erfahrungen ein Leben immer zum Stagnieren bringt und nicht weiterbringt. Wir können uns das bei anderen Beispielen ganz leicht vorstellen. Wenn wir ein Spiel spielen mit Kindern, müssen wir denen die Regeln beibringen, sonst wird es einfach keinen Spaß machen, es wird nicht viel bei rausschauen. Nehmen wir irgendein konkretes Spiel, Fußballspiel. Wer nicht weiß, dass in der Halbzeit gewechselt wird, wird in der zweiten Hälfte nur noch Eigentore schießen. So blöd kann aber niemand sein beim Fußball. Aber das ist die Regel im Leben. Große Mehrheit der Menschen wechseln nicht in den Wechseljahren, schießen nur Eigentore in der zweiten Hälfte und sind ganz erstaunt darüber und projizieren das auf wirklich Gott und die Welt. In vieler Hinsicht ist es eine Geschichte, die auf den ersten Blick gar nicht glaubbar ist. Und wir leben ja in einer Zeit, wo vieles im Umbruch ist, gar keine Frage. Und wir erwarten natürlich relativ viel Dinge, die von außen sich bessern müssen. Das ist eine einfache Geschichte, das war immer so. Wir könnten so viel bessern, indem wir selbst ein besseres Verständnis entwickeln für die Spielregeln des Lebens. Um das soll es da heute gehen. Und das ist eigentlich etwas wirklich sehr, sehr Bodenständiges. Wenn ich mein Leben anschaue, fällt es kann man das in zwei Bereiche teilen. Das ist der erste Teil bis Mitte des Studiums, wo ich keine Ahnung habe von diesen Regeln, den Spielregeln und schlecht spiel einfach. Und dann ist Studium kein Spaß und Partnerschaft ein Kampf. Und eine zweite Hälfte, wo ich diese Regeln verstehe und wo das wirklich ganz eine andere Richtung nimmt und wirklich viel erfolgreicher wird, aber auch viel glücklicher macht. Und ich hoffe, ich kann das ein Stück vermitteln, diese Idee. Schauen wir uns mal an, wo das herkommt. Das einzige Bild, was wir haben von Hermes Trismegistus, dieser sagenumwobenen Gestalt der ägyptischen Mythologie, ist in Siena im Dom dort, vor 30 Jahren, wo ich das fotografiert habe, oder mehr als 30 Jahren, war das unter dicken Teppichen verborgen, musste man einen größeren Lire-Schein berappen, dass das weggeräumt wurde, dann konnte man den mal fotografieren. Heute da, so haben sich die Zeiten geändert, ist es schön eingerüstet und es kommen überall, bis aus den USA kommen Leute, um dieses Bild zu fotografieren. Das ist diese Tabula Smaragdina, wo der seine linke Hand draufstützt, die Smaragdtafel, wo dieser berühmte Satz draufsteht, das was oben ist, ist so wie das was unten ist, was innen ist, ist so wie das was außen ist. Das Analogiegesetz der hermetischen Philosophie und wäre ganz schön zu wissen, was für eine uralte Tradition dahinter steht. Das Resonanzgesetz folgt daraus und ist ja ein wirklich sehr verbreitetes Gesetz heutzutage. Das kennen ganz, ganz viele Menschen, einfach weil es mit The Secret so einen unglaublichen Erfolg gehabt hat. Ja, The Secret ist ja wirklich ein beeindruckendes Buch, wo auf jeder Seite mindestens 10-mal genau dasselbe steht. Eigentlich, es gibt ein Gesetz der Anziehung, steht da. 10-mal, 15-mal. Auf jeder Seite immer wieder dasselbe. Eigentlich sensationell, dass ein Buch, was praktisch nur einen Gedanken transportiert und den immer wieder in der ein bisschen anderen Variante von irgendeinem anderen Erfolgsguru aus den USA, dass das 20 Millionen Bücher verkauft auf der Welt. Das ist nämlich passiert. Das heißt, wir waren wirklich reif für dieses Gesetz. Ein Geheimnis war es ja nicht, jedenfalls für Deutsche, für Österreicher ist das kein Geheimnis. Das beten wir am Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie oben, so unten. Kennt das Sprichwort, wie man den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Wir wissen das, der Volksmund kennt das gut. Ja, also der Volksmund weiß ja mehr zum Beispiel über die Gesetze, die das Finanzwesen reagieren, als man lernen kann, wenn man eine Banklehre macht oder ein Betriebswirtschaftsstudium. Der bayerisch-österreichische Volksmund sagt ganz direkt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und damit, das ist das Resonanzgesetz in der Finanzwirtschaft. Wo viel Geld ist, kommt noch viel Geld hin. Wo wenig Geld ist, wird es noch weggeräumt. Danach läuft es. Politiker behaupten, sie wollen das ändern und sie wollen die Kluft zwischen Arm und Reich verringern.
Aber das Ergebnis sieht man ja. Die hat sich auf der Welt seit 1960 mehr als verdoppelt, diese Kluft. Und sie vergrößert sich ja auch in einem Land wie Deutschland, das ja wirklich offensiv dabei ist, eine Mittelschicht zu ruinieren. Das ist diese Kluft, die immer größer wird zwischen oben und unten. Dahinter steht so ein einfaches Gesetz wie das Resonanzgesetz. Dieses Gesetz ist relativ leicht zu verstehen, leicht umzusetzen und das hat auch zu dieser immensen Verbreitung geführt. Das Problem dabei ist nur, dass es ein wichtigeres Gesetz gibt. Und es gibt eine Hierarchie unter den Gesetzen und die ist extrem wichtig. Wenn wir die Hierarchie nicht verstehen unter den Gesetzen, dann nützen uns die Gesetze relativ wenig. Ja, also wenn man zum Beispiel eine hochschwangere Frau in Presswehen im Auto hat, gelten die Verkehrsgesetze kaum noch. Da gilt das Recht auf Leben von Mutter und Kind einfach mehr. Man kann bei Rot rüberfahren, man kann die Vorfahrt nehmen, wenn man sie auch nicht hat. Da gibt es eine Hierarchie. Und an die müssen wir uns auch halten. Ansonsten wird das wichtige Gesetz, wenn wir es missachten, sein Recht einfordern. Und das ist etwas, was in der spirituellen Szene permanent passiert. Da gibt es nämlich wirklich sehr, sehr viele Menschen, die auf dem Resonanzgesetz aufbauend ins positive Denken gerutscht sind, in die Affirmationsakrobatik, in die Wunschtheatergeschichte und Schiffbruch erleiden. Erleiden Schiffbruch. Es funktioniert eben nicht bei den Lichtarbeitern, wenn man ehrlich ist. Und die Lichtarbeiter sind gutwillig und die arbeiten ja jetzt schon 10, 20, 30 Jahre am Licht. Man müsste jetzt mal auf ein paar Strahlen spekulieren können. Ne? Aber es kommt ja nichts. Es kommt einfach nichts. Und das hat nicht mit dem Resonanzgesetz zu tun, weil die tun ja alles, um in Resonanz zu kommen mit dem Licht. Ja, also da gibt es Licht, Liebe, Englein, alles. Aber es kommt der Erfolg nicht, es kommt das Glück nicht, nicht einmal die Gesundheit kommt. Das ist ein erstaunliches Phänomen für diejenigen, die keine Ahnung vom Polaritätsgesetz haben. Das steht da oben drüber und das müsste man sich klar machen. Da gibt es diese Hierarchie. Und die holt uns immer ein, wenn wir das missachten. Das Resonanzgesetz könnte wirklich von einer großen Wichtigkeit sein. Wir können viel damit machen. Natürlich können Sie sich viel wünschen, das ist ja gar kein Problem. Und das würde ich auch raten, wünschen Sie sich alles Mögliche. Seien Sie nur bewusst, dass Sie zum Schluss zahlen müssen. Und zwar immer. Und diese schwachsinnigen Bücher ignorieren das. Und suggerieren den Menschen, dass sie nicht zahlen müssen dafür. Das ist nicht der Fall. Das können Sie in jedem Restaurant dieser Welt probieren. Sie können alles bestellen, was Sie wollen. Zum Schluss kommt immer eine Rechnung. In jedem Geschäft, überall. Das sind wirklich banale Dinge, banalste Dinge. Aber die spirituelle Szene oder Esoszene ist voll von Leuten, die glauben das und zwar wirklich bis zu bitterstem Ende hin. Ja, die Chefin der Wunschtheatergeschichte hat sich, nachdem sie sich ein Jahr verleumden hat lassen, immer gesagt hat, sie hat Burnout, ist sie dann an Brustkrebs gestorben. Meinen Sie, die hat sich das gewünscht? Sicher nicht. Im Gegenteil, sie beweist einfach mit ihrem frühen Tod, dass die Wunschgeschichte nicht funktioniert zum Schluss. Aber die Leute sind so eingefahren darauf, dass der Mann das jetzt weiterführt. Eine Geschäftsidee ist super. Alles, was mit dieser einfachen Unphilosophie zu tun hat, geht super in der Szene. Ja, man braucht selbst nichts tun, man wünscht sich was, zahlen muss man nie, super. Ich kriege seit, weiß nicht, über 20 Jahren Briefe von den Wunschleuten und von den Lichtarbeitern und die sind fast immer nach demselben Muster gestrickt. Das fällt dem einzelnen Schreiber nicht auf, aber mir schon, weil bei mir kommen sie ja dann an. Das sind erstaunliche Briefe, weil sie immer noch mit der Post geschickt werden, Engelsticker drauf, da muss man schon in den Feuchtzellenbereich gehen zum Aufmachen, weil da rieselt Lametta und also so Glitzerkram raus aus diesem, fast immer. Da wird Lametta ganzjährig verwendet und der Text dieser Briefe ist fast immer derselbe. Da wird mir dann geschrieben, wie lange er jetzt schon Lichtarbeit macht, 16 Jahre, 8 Jahre, 15 Jahre. Ja, aufopferungsvoll, das beschreibt er dann und dann weiß ich genau, was kommt. Jetzt ist er krank, schwer krank und jetzt sollen wir ihn gratis therapieren, weil natürlich hat er kein Geld, natürlich ist er schwer krank und nichts hat funktioniert. Es ist fast immer derselbe Tenor. Das ist etwas, was man verstehen kann. Darauf muss man nicht reinfallen. Es ist möglich, die Gesetze in der Hierarchie zu verstehen. Da ist das Polaritätsgesetz über dem Resonanzgesetz. Letztlich ist alles eins, keine Frage. Das sagen alle Religionen, alle Traditionen. Können wir in anspruchsvollen Sätzen aus dem Buddhismus hören, auch in einfachen Geschichten aus dem Katholizismus. Hat der Bischof selbst die Firmung und holt sich den kleinen Sepp auf den Schoß und fragt den Sepp, wenn du mir sagen kannst, wo Gott ist, dann schenke dir eine Orange. Sagt der Sepp, Bischof, wenn du mal sagen kannst, wo er nicht ist, schenke ich dir zwei. Ja?
einfach über alles Einheit. Nur, ich hoffe ja, Sie haben Einheitserfahrungen gemacht, sind einmal in das hineingerutscht, was man ein Peak Experience nennt. Und haben solche Momente, unglaubliche Momente erlebt. Aber die längste und die meiste Zeit leben wir eben nicht in diesem Gefühl von Einheit. Und immer wenn das nicht der Fall ist, sind wir in der Polarität. Und dann gilt dieses Gesetz der Gegensätze, das zum Einatmen der Ausatmen gehört. Ist ja eigentlich banal. Wenn Sie sagen würden, die Bibel, das interessiert mich jetzt nicht so, für mich ist Nehmen besser als Geben und das beziehe ich jetzt auf den Atem, nennt man das Asthma und ist überhaupt nicht mit dem Leben vereinbar. Kann man sterben daran. Also wir müssen schön schauen, dass Ein- und Ausatmen im gleichen Verhältnis bleiben. Das ist Ausdruck der Polarität. Wenn Sie sagen, naja, der Strom ist irgendwie ganz nett, aber den negativen Pol mag ich nicht, der klingt so negativ, den tun wir weg, dann ist der Positive auch weg. Geht so nicht. Wir brauchen die Polarität. Ich kann mich nur klein fühlen, wenn andere größer sind. Sie können sich nur reich fühlen, wenn andere ärmer sind. Wir wissen nicht einmal, was gut ist, wenn wir nicht böse hätten. Das ist ja die Krux der christlichen Theologie, dass sie Gott praktisch kastriert haben, zum lieben Gott gemacht haben und dann brauchen sie einen bösen Teufel, um das aufzufangen in der Polarität. Aber Gott müsste eigentlich für alles stehen. Das ist im Buddhismus, im Hinduismus nicht ein Thema. Die haben das auch aufrechterhalten. Und christlichen Theologen können sie ja schon jeden Religionslehrer immer zur Verzweiflung bringen, indem sie fragen, wo kommt der Teufel her? Ja, was soll er denn sagen? Mit seinem lieben Gott. Da kommt er jetzt schlecht raus. Ja, ich habe das jeden Religionslehrer am Anfang gefragt und damit auch praktisch nie einen Kompetenten finden können. Einer hat einmal gesagt, ja, er hat ihn schon geschaffen, aber wenn er nicht geschaffen hat, dann ist er ganz schwierig. Er hat ihn schon geschaffen, aber nicht gewusst, was daraus wird. Ja. Ja. Sie merken schon an solchen Antworten, wie armselig die Philosophie wird. Alle Hochreligionen haben einen alleinigen, allwissenden Gott. Das steht am Christentum zu. Aber wenn sie ihn zum lieben Gott machen, dann ist er ein Teil der Polarität. Und dann ist er der Polarität unterworfen. Und dann kommt natürlich aus so einer Religion dann auch jede Menge Polares, und zwar Schattenartiges. Das ist ja eine lange Geschichte. Bevor wir uns aber richtig mit der Polarität beschäftigen, weil das ist hart genug, weil daraus folgt der Schatten. Und das ist die Krux, an der wir ständig kranken. Und egal, wo Sie hinschauen, ob Sie in die Wirtschaft, in die Politik schauen, wir kranken immer am Schatten. Und am meisten krankt am Schatten, wen wundert es, die Jesus-Szene. Da wollen ja alle erleuchtet werden. Und der Schatten ist natürlich das Thema, das große Problem, wird viel übersehen. Schauen wir uns aber trotzdem erst das Resonanzgesetz an, weil das könnte man ja gut anwenden. Wenn wir die Polarität oben drüber anerkennen, die Hierarchie anerkennen, dann ist das Resonanzgesetz viel leichter zu verstehen und gut und hilfreich im Leben. Wenn Sie den Reiter anschauen, wer die Frage, sehen Sie ihn kommen oder wegreiten? Wer sieht ihn kommen, bitte? Können Sie kurz ein Zeichen machen? Wer sieht ihn wegreiten? Viel weniger, keine 10% hier. Wer sieht beides? Das sind die Realisten, die sind politikunfähig. Ja. Ja, ist so. Weil wonach entscheidet sich denn das? Wir stehen vor derselben Projektion, vor demselben Bild. Und Sie sehen ganz Gegensätzliches. Ja, woran liegt denn das? Die Optimisten, die sehen den natürlich kommen, weil auf die kommt alles zu, das ganze Leben. Die Pessimisten, denen alle Fälle ständig wegschwimmen, die sehen natürlich auch den Reiter wegreiten. Das ist ihre Resonanz. Und dann gibt es die Realisten, die sehen, was los ist. Der kommt oder geht, wie man halt schaut. Ja, am Glas Wasser kennen Sie das ja ganz genau. Die Optimisten sagen, super, ist noch halb voll. Pessimisten sagen, blöd, ist schon halb leer. Die Realisten sagen, 100 Milliliter, 50 sind drin. Ja? So könnte man die Welt aufteilen. Wir könnten jetzt daraus zum Beispiel schon Politik verstehen. Die Politik sind die, die eine politikfähig sind, die mit einer einseitigen Weltsicht. Da könnte man jetzt eine riesige Mehrheitsfraktion machen, die Optimisten, die sehen den kommen. Hier hätten wir unsere Minderheitsfraktion, die Pessimisten, die sehen den wegreiten. Würden wir Leute finden, die uns zahlen für den Schmarrn, dann könnte man da tagelang drüber diskutieren, ob der kommt oder geht. Ja? Und am Ende würden wir eine Abstimmung machen und da würde man mit 95% sagen, der kommt. Ändert an dem gar nichts.
Aber so läuft das Spiel natürlich. Die Realisten können nicht mittun in der Politik, weil wie soll das gehen? Wie sollen die abstimmen, wenn die beide Seiten sehen, die Wirklichkeit erkennen? Das funktioniert dann nicht. Sieht man auch an Einzelschicksalen, dass die, wenn jemand einfach sein Bewusstsein so erweitert, seinen Horizont so erweitert, wird er aus der Politik rausfallen. Franz Alt wäre so ein Beispiel. Christdemokratischer Politiker, aber plötzlich hat er die Ökologie entdeckt, die Bergpredigt zu seiner Basis gemacht, fällt raus aus dem Politiksystem, weil mit dem christlichen Grundverständnis können sie keine Politik machen. Dazu brauchen sie eine einseitige Sicht. Und das sehen Sie zum Beispiel daran, dass alle Tierschutzgesetze, die da je eingereicht wurden in Brüssel oder auch in Deutschland, werden immer von christdemokratischen oder christsozialen Politikern zu Fall gebracht. Also die Partei, die eigentlich Franz von Assisi in ihren Reihen hätte, torpediert allen Tierschutz in Europa und ich fürchte auf der Welt. Das ist Schatten, der die einholt. Ja, christlich ist das nicht, aber wirtschaftsorientiert. Da geht immer die Wirtschaft über die Tiere. Können wir erleben. Wenn wir ein bisschen weiterschauen und Sie stellen sich mal vor, Sie sind hier in Regen Chefin des ersten Partnervermittlungsinstituts am Platze. Ja, Sie haben praktisch da das Monopol, sind zuständig, dass hier glückliche Beziehungen entstehen. Und er kommt und möchte von Ihnen die Frau fürs Leben. Ja, also, was möchte er denn? Die muss ja nicht gleich sein wie er. Das wäre ja geschmacklos in dem Fall. Ja? Die muss ihm nicht einmal ähnlich sein. Was muss die für ihn darstellen? Er muss gut mit ihr können. Er muss mit ihr gut zusammenschwingen. Die müssen sich lieben. Liebe wäre ein Resonanzphänomen. Aber ist natürlich gar nicht leicht, dem jetzt die ideale Traumfrau zu finden. Und ich mache Ihnen das ein bisschen leichter. Es reicht mir schon, wenn Sie dem einen Hund finden. Eine Rasse, eine Hunderasse, ein Partnerhund. Hätten Sie einen Vorschlag? Boxer, der hat einen Boxer, schauen Sie. Da erkennen Sie Resonanz. Resonanz ist das, was Sie jetzt lachen lässt. Ja, weil die sind ja nicht gleich, die beiden. Sie sind nicht einmal ähnlich. Aber sie haben irgendwas miteinander. Die haben eine Resonanz. Und sie erkennen das, obwohl sie es gar nicht gut beschreiben könnten, wahrscheinlich. Ja, das kann man weiterspielen. Die Frau und ihr Hund haben eine Resonanz. Die sind nicht identisch, nicht ähnlich, aber in Resonanz. Was würden Sie ihr für einen Hund zuordnen? Cocker Spaniel hat die er. Schauen Sie sie an. Da ist eine hohe Resonanz. Und das könnten Sie jetzt für alle möglichen Varianten, die Resonanz hat Ober- und Unterschwingungen sozusagen. Das ist so eine vorwitzige Resonanz. Ja? Und da hätten Sie so eine aggressive Resonanz. Da so eine langnasige Resonanz. Eine depressive, melancholische Resonanz. Eine aufgeräumte Resonanz. Es sind alles Resonanzphänomene. Und wir reden ja ständig von Resonanz. Ja, also ich kann natürlich sagen, ich habe einen Draht zu ihm. Aber das stimmt gar nicht. Einen Draht haben wir gar keinen. Da ist ja keiner gespannt. Ich kann sagen, zwischen uns stimmt die Chemie. Aber wir haben uns ein bisschen technisch jetzt kennengelernt. Aber wir haben keine chemische Analyse. Aber ich sage dann trotzdem so etwas. Oder ich bin auf Empfang geschaltet für Sie, aber ich habe gar keinen Schalter. Ja, ich habe Antenne für ihn, ich habe gar keine Antennen mehr. Warum reden wir so? Das sind technische, wissenschaftliche Ausdrücke, die wollen Resonanz andeuten. Da ist etwas, wir kennen das. Das ist dieses Phänomen der Resonanz. Man lernt jemanden kennen, es ist eine Sympathie auf den ersten Blick da, im krassesten Fall sogar die Liebe auf den ersten Blick, die uns besonders wichtig ist. Ja, wir springen über eine große Distanz zum Beispiel in Resonanz, dann ist die Liebe besonders heiß. Ja, wenn Tristan und Isolde sich finden, zwar die eigentlich gar nicht zusammenpassen könnten, oder Romeo und Julia, verfeindete Clans, die dürfen sich nicht einmal miteinander reden, und dann passiert eine große Resonanz, eine starke Liebe. Wenn Kinder sich in Tiere verlieben, ist es die Resonanz über ein ganzes Naturreich hinweg. Das ist eine große, tiefe Liebe und Resonanz. Das geht natürlich auch über andere, mit anderen Tieren.
da ist meine Schwägerin mit ihrer Katze. Da war eine gewisse Resonanz und das wichtigste Bild der Resonanz finden Sie da. Wenn Sie das Bild anschauen und verstehen, dann wissen Sie viel mehr als die ganze Kultusbürokratie in unserem Land hier, als die Pädagogen anwenden. So lernen Kinder oder sie lernen schlecht oder nicht. Aber das ist unserer Pädagogik verschlossen geblieben. Jeder erkennt sofort, was da läuft. Warum geht der kleine Zwack so in diese Haltung? Weil er halt so werden will wie der große, wichtige Papa und der Freund vom Papa. Das ist sein Ziel. Deswegen setzen wir unseren Lotussitz. Ich sitze schon 40 Jahre in so einem Lotussitz. Von außen schaut das tipptopp aus. Ich bin ja natürlich geübt in diesen 40 Jahren. Warum tue ich denn das? In der Hoffnung, wenn ich äußerlich wie der Buddha sitze, dass innerlich auch irgendwann einmal Buddha wird. Ja, ich will, dass eine Resonanz entsteht. Deswegen machen Sie Yoga. Deswegen gehen Sie zum Friseur, lassen Sie Dauerwellen machen, damit Sie mit den Locken locken können. Ja? Die Gescheiteren wissen schon, nur die Dauerwellen allein bringen es auch nicht. Es muss innerlich auch noch was Verlockendes entstehen. Sonst allein geht das nicht. Ja, da geht es um Resonanz bei all diesen Phänomenen. Über diesen Weg lernen ja Millionen Kinder in diesem Land zum Beispiel eine so extrem schwierige Sprache wie das Deutsche, akzentfrei, fehlerfrei, fließend. Ist das nicht ein Wunder? Das Gehirn ist noch gar nicht so ausgebildet. Sie könnten Kindern in der Zeit niemals Infinitesimalrechnung beibringen, Sinus, Cosinus oder so Zeugs, könnten die nie kapieren. Aber sie lernen durch Imitation, durch Nachahmung, durch Resonanz, lernen sie diese Sprachmuster, fehlerfrei. 10 Jahre später im Gymnasium, wenn die Pädagogen dazukommen, diese akademisch Verbildeten, dann missklingt es komplett. Die Kinder lernen nicht, also kein Kind praktisch lernt in Deutschland akzentfrei, fehlerfrei, fließend eine Fremdsprache. Das muss doch irgendwie schon mal aufgefallen sein. Ich habe das ja in einem deutschen Gymnasium, also in einem bayerischen Gymnasium ausprobiert, 9 Jahre Englisch gelernt. Ich mochte Englisch sehr gern. Das war die Sprache unserer Musik. Und Musik war damals ja ganz was anderes als heute. Das war so eine identitätsstiftende Geschichte. Und natürlich kannten wir die Texte der Rolling Stones, der Beatles auswendig. Ich habe 9 Jahre lang immer ein 1er gehabt in Englisch. Und ich habe gedacht, nach 9 Jahren, ich kann Englisch. Bin dann in eine amerikanische Universität eingetreten und die haben gelacht, wenn ich den Mund aufgemacht habe. Das lag an 9 Jahren, jeden Tag Englischunterricht in diesem bayerischen Gymnasium in Freising. Weil wir haben natürlich Deutsch geredet, auch im Französischunterricht, Latein, immer Deutsch geredet. Und dann gibt es dieses Desaster. Und es dauert dann 3 bis 4 Wochen an dieser Universität, wo keiner Bayerisch gesprochen hat, keiner Österreichisch und keiner Deutsch. Da musst du irgendwie amerikanisch mit denen reden. Und es geht dann auch in kurzer Zeit durch Resonanz. Sowas könnte man ja wissen. Es gibt Superlearning, es gibt Lossanoff und das schon seit vielen Jahrzehnten. Aber es spricht sich nicht rum in der österreichischen, in der deutschen Pädagogik. Da wird weiter mit einem unsäglichen System, mit unglaublichem Finanzaufwand, den Kindern jeder Spaß an Sprachen verdorben. Sie werden super genervt, bis wenn sie rauskommen, Matura haben, sind sie in der Regel ziemlich geschafft. Ich habe das Glück gehabt, in Amerika dann eine Zeit lang auch bleiben zu können. Ich weiß, wie man Pädagogik machen könnte. Und das war ganz wundervoll. Ich denke mir heute oft, was wäre passiert, wenn ich nicht 13 Jahre in deutschen Schulen vertan hätte, sondern immer so wie das Jahr in Amerika hätte lernen dürfen. Also unausdenklich für mich. Wir haben da was grundsätzlich nicht kapiert. Und dieses Was ist Resonanz. Da könnten wir so viel profitieren, in jeder Hinsicht. Ja? Man könnte natürlich schauen, womit gehe ich in Resonanz? Wir könnten jetzt das zweitwichtigste Gesetz, das Resonanzgesetz, mit dem drittwichtigsten zusammenbringen, dem Gesetz des Anfangs. Ja, wie beginnen wir denn Dinge? Das ist heute wissenschaftlich belegt. Malcolm Gladwell, dieser Bestsellerautor, Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, Blink. Da geht es um den Anfang. Hermann Hesse hat es viel poetischer schon und so schön gesagt in dem Gedicht Stufen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Alles liegt im Anfang, sagt die hermetische Philosophie. Ja, so wie etwas beginnt, so wird es dann auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Kongress so beginne, dass das was wird für euch. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ein gescheiter Kongressorganisator richtet sich das so. Ein gescheiter Mensch richtet sich auch seinen Urlaubsbeginn so, seinen Tagesbeginn, seinen Jahresbeginn, am Geburtstag, an Silvester und, und.
Ja, im Anfang liegt so etwas drin. Und jetzt wissen wir es auch nur wissenschaftlich. Ja, das ist in vieler Hinsicht so, zum Teil auch erschreckend. Ja, wenn Sie einen Kunstsachverständigen haben, der soll irgendein Torso begutachten, der schaut den an und dann weiß er, ist das eine Fälschung oder ist das ein Original. Und dann nimmt er sich 3 Wochen Zeit, um eine Expertise zu schreiben, um den ersten Eindruck zu rationalisieren. So läuft es. In der Regel wissen Sie vom ersten Eindruck, ob der Mitarbeiter für Sie passt oder nicht. Sie dürfen das gar nicht sagen. In Deutschland sind die Gesetze absurd. Und ich habe mal die Kriterien gesucht, da haben wir, was kann ich, da waren 80 Anmeldungen, komischerweise. Es war auch Zeit der Arbeitslosigkeit. Und gut, dann hat jemand, andere haben das aussortiert, dann blieben noch 8 übrig. Und die saßen dann da alle versammelt und ich sollte mit jeder eine Viertelstunde reden. Das ist ein Haufen Zeit. Und ich habe gar keine Zeit gehabt. Und ich bin da reingegangen, habe die gesehen, habe gewusst, wer in Frage kommt, habe mir die rausgeholt. Und die anderen haben sofort gemeutert, weil die haben ja eine Hierarchie schon gehabt inzwischen. Wer zuerst kommen ist, wollte zuerst drankommen. Ich habe gedacht, irgendwie, ich glaube es nicht. Es geht um unsere Sekretärin-Situation. Aber naja, es war Unruhe dort. Dann haben wir gedacht, so jetzt rede ich mit der. Und wenn wir das klären können, konnten wir klären, gibt die jedem 100 D-Mark für die anderen. Und das war's. Aber da kriegen Sie einen Riesenärger, wenn Sie sowas in Deutschland machen. Dürfen Sie ja nicht machen. Sie müssen mit allen reden, da müssen Sie sich alle anlügen und sagen, ich kann mich noch nicht entscheiden, Sie kriegen dann schriftlich von uns Bescheid, dann können Sie die eine nehmen und nicht sagen, warum so ungefähr. Die anderen müssen es dann nächste Woche abschreiben. Absurd eigentlich. Aber so ist das Gesetz offensichtlich. Sie dürfen das nicht gleich so machen. Aber Sie machen es ja so. Ich war nur naiv, dass ich das so gezeigt habe. Im Prinzip würden Sie es auch so machen. Sie sehen jemand, im Prinzip entscheiden Sie sich. Im Anfang liegt was. Die meisten kennen dieses Phänomen. Wenn Sie diesem ersten Eindruck nicht nachgeben, schauen Sie mal in Ihrem Leben, was da draus geworden ist. Und was daraus geworden ist, wenn Sie ihm nachgegeben haben. Also, Gesetz des Anfangs. Wäre die Frage, wie beginnt es denn Ihren Tag? Ja, das kann man ja auf verschiedene Weise tun. Also, da könnten Sie natürlich jetzt mit wunderbaren Dingen beginnen. Dann, damit Sie eine gute Resonanz kriegen zu diesem Tag. Sie können aber natürlich auch mit katastrophalen Dingen beginnen. Die meisten Frauen tun das. Das ist schwierig heute über Frauen irgendwas Kritisches zu sagen, weil das sofort als sexistisch gilt und widerlich. Männer darf man ja heute beschimpfen, wie man will, die sind ja alles gewohnt und ertragen das irgendwie. Kritisches über Frauen. Ich sage es Ihnen trotzdem, meine Beobachtung, aufgrund der Polarität interessiere ich mich ja für Frauen. Und das schon über 40 Jahre. Da ist natürlich Erfahrung zusammengekommen. 75% unserer Klienten waren Frauen in den Beratungen. Also kenne ich mich da auch am besten aus. Frauen beginnen den Tag auf eine Weise, die ist extrem erstaunlich. Das habe ich als Mann auch lange überhaupt nicht kapiert. Wieso? Was da dahinter ist, was die umtreibt. Die sind kaum aufgewacht. Dann kommt ein Programm zum Tragen. Das ist beeindruckend. Und ich habe lange gebraucht, das zu durchschauen. Jetzt inzwischen kann ich es Ihnen gut referieren. Gilt nicht für alle natürlich, für Sie sowieso nicht, die Anwesenden. Ich meine, Sie haben grundsätzlich von der Resonanz 2 Möglichkeiten. Sie können ja morgens, nehmen wir mal den ganz frühen Moment des Aufwachens, Sie können ja morgens, wenn Sie aufwacht, können Sie ja zu ihr gleich mal sagen, du, warum bist denn du heute so grantig? Egal, was die geträumt hat, die wird protestieren und sagen, du bin ich gar nicht. Wenn sie dann aber sagen, ich sehe es doch genau, das ist doch die Mundhaltung, die kenne ich schon, dann wird sie schon ein bisschen grantiger. Wenn sie das 3-mal machen, ist sie grantig, sie auch. Dann haben sie ein Grantfeld. Sie könnten aber auch, egal wie die geträumt hat, kaum macht sie die Augen auf, können sie sagen, boah, ist das schön, neben dir aufzuwachen. Das ist so ein Genuss für mich. Ich liebe dich so. Und dann ihr schönstes Lächeln, ihr offenstes. Egal, was für ein Albtraum die gehabt hat. Was bleibt da übrig? Die wird lächeln. Und das auch schön finden, neben ihnen aufzuwachen. Und sie haben ein ganz anderes Feld am Morgen. Also diese 2 Optionen, die haben wir morgens. Die meisten Frauen lassen es aber gar nicht so weit kommen. Kaum haben die Augen offen, beten die nicht oder meditieren oder irgendwas, die gehen sofort in ihre Folterkammer. Die deutsche Frau, die Österreicherin, die hat heute eine Folterkammer und die hat die voll hocheffektive Folterinstrumente und die werden jeden Morgen eingesetzt. Ja, ganz sicher.
Also Männer nennen das Badezimmer, die Folterkammer. Ja? Und da stellt sie sich praktisch gleich als allererstes von Ganzkörperspiegel zu einer Problemzonenanalyse. Ja? Klein auch im Aufwachen. Nicht so bewusst, aber so halb bewusst. Und dann, während sie das da, und das habe ich lange gar nicht verstanden, während sie vor dem Ganzkörperspiegel steht, schaut sie jetzt nicht, das wäre aus männlicher Sicht logisch, dass sie gut ausschaut, sondern im Gegenteil. Sie tut so lange umeinander, bis irgendwo ein Gewebestau hat oder so. Und dann ist sie total genervt von dem Gewebestau und beschimpft sich gleich einmal. Nicht laut, sondern leise. Sagt sie scheußliche Dinge über sich. Haben wir in vielen Therapien rausgefunden. Jetzt gibt es Frauen, das ist ein Spezialgebiet von mir, die sind so attraktiv, dass die nichts finden. Einfach nichts zum Rumnörgeln. Die haben einen Trick. Die stehen da, der Spiegel ist, stellen sie so hin und dann zwicken sie da so lange umeinander, bis sie wenigstens eine Spur von Zelluloid produzieren können. Das können sie mit hinzwicken immer. Und dann ist sie deswegen angefressen, abgenervt. Und macht wieder solche Kommentare. Das ist natürlich, wie kann der Tag weitergehen? Na, ich kann es Ihnen sagen, sie geht auf ihre Waage, ihr zweites Folterinstrument. Nicht, weil die Waage heute was ganz anderes zeigt als gestern, das nicht. Aber sie möchte sich das digital aufbereitete Elend nicht ersparen. Ich habe das mit einer Münchner Patientin erlebt, das erste Mal, so bewusst. Die war auffällig, weil sehr, sehr gescheit, sehr, sehr gebildet, aus bestem Hause, Geld ohne Ende, sehr, sehr attraktiv, sodass Männer ihr spontan nachgeschaut haben, nachgepfiffen haben und Ärgeres. Man fragte sich, warum kommt diese Frau überhaupt in Therapie? Naja, weil sie nicht glücklich ist, weil sie auch vergleichsweise wenig Erfolg hatte zu dem, was sie eigentlich so mitbekommen hat. Die hätte ja jetzt sehr glücklich sein können mit all den Geschenken ihres Schicksals und hätte sagen können, naja, dass die mal nachschauen, die Männer, liegt halt an meiner sehr weiblichen Figur. Das ist der Tribut der Attraktivität. Habe ich halt lauter Fans, Großteil von denen schlecht erzogen. So hätte sie ja gut leben können mit dem Feld. Aber die war schon ganz modern drauf. Ja, so wie heute viele Frauen drauf sind, hat die ein ganz anderes Feld um sich aufgebaut. Das kann man am besten zusammenfassen mit dem Slogan, Männer sind Schweine. Ja, und unter dem Aspekt hat sie natürlich um sich herum lauter gaffende und zum Teil pfeifende Schweine gehabt. Das ist ein ganz anderes Resonanzfeld, macht eine ganz andere Lebensstimmung natürlich. Und diese Frau, die steigt morgens, so wie Gott sie geschaffen hat, auf die Waage, schaut da runter und sagt Sätze zu sich, still, denkt Sätze über sich. Das sind die wirklich wirksamen Sätze. Ja, die Affirmationen, die sie sich so vorbeten, die funktionieren ja Gott sei Dank meistens nicht. Die kriegen sie nicht vorbei an ihren Instanzen der Kontrolle. Aber das, was sie sich still morgens auf der Waage sagen, vorm Spiegel, es geht einfach rein. Ja, sie denkt es ganz tief in sich. Und diese Münchnerin sagte zu sich, du fette Sau, schaffst das nie. Was meint sie damit? Ja, sie wird nie dem Figurideal der Modebranche gerecht werden. Ja, so eine Twiggy wird sie nicht, eine Kate Moss. Dazu hat sie eine viel zu weibliche Figur. Das kann sie nicht bringen. Und dafür beschimpft sie sich so. Was soll aus dem Tag werden, der mit diesen Beschimpfungen beginnt? Sie können auf die Fettwaage gehen, da wird es ja nur Ärger. Die Fettwaage ist ja ein fürchterliches Instrument. Ich denke mal, von männlichen Trainern, von männlichen Leistungssportlern wie Triathleten entwickelt. Ich habe eine Fettwaage geschenkt bekommen von meinem Schwiegertiger, mit dubiosen Absichten, sicher geschenkt. Die hat zweimal im Jahr die Fähigkeit, mir recht zu geben, mein Gewicht zu tolerieren. Zweimal im Jahr nach den Fastenzeiten. Jetzt, nächste Woche gehen wir zum Fasten. Faste dann zwei Seminare lang mit den Leuten mit. 16 Tage später habe ich 6, 7, 8 Kilo weniger als jetzt. Dann sagt die Fettwaage tipptopp. Das gefällt der Fettwaage. Meiner Umgebung nicht. Meine Umgebung sagt dann, du, jetzt musst aber, jetzt hast du wieder den Hals der alten Krähe, jetzt musst du was tun, was essen, dass du wieder für Gesundheit stehen kannst im Fernsehen. So geht das nicht. Die Fettwaage können Sie als Frau wirklich nur dann verschenken, wenn Sie eine Todfeindin haben.
Ansonsten müssen Sie sich entsorgen. Es ist ein fürchterliches Instrument, dem werden Sie nie gerecht. Aber es gibt diese Dinge und sie sind im Einsatz. Ich will da jetzt gar nicht weitermachen. So können Sie sich den Tag wirklich nachhaltig so versauen, dass da nichts mehr wird. Wo soll der Erfolg herkommen, wenn Sie so starten mit diesen Resonanzen? Und ob Sie es glauben oder nicht, könnten Sie an diesem Punkt eine ganze Menge lernen und sogar dort, wo Sie es am wenigsten glauben, von Männern. Männer tun das nie so. Überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen Mann so vorm Spiegel stehen sehen. Warum soll der das tun? Gibt es ja keinen Grund. Im Gegenteil, Männer schauen, die haben ja diesen selben Spiegel im Bad, wo sie ihn angeschafft haben. Männer schauen, dass sie wenigstens für eine Sekunde eine halbwegs passable Figur machen. Ja, selbst wenn der Verdauungstrakt längst outgesourced ist, wird er einzeln. Ja, so steht er da. Schaut, dass er eine Sekunde eine halbwegs passable Figur macht und sagt sich dann im Stillen, passt eh, geht schon. Das ist gescheiter. Ja, viel gescheiter. Und Sie wissen, was Sie tun. Kommt noch dazu. Ja, wenn ich nämlich ins Bad rufe und sage, Schatz, wo bleibst du denn? Sagt Schatz, du, ich brauche noch 10 Minuten. Ich mache mich nur noch schnell fertig. Ganz genau. Das macht sie. Ja? Wenn sie sich dann fertig gemacht hat, kommt sie raus und neigt oft dazu, andere fertig zu machen. Mich zum Beispiel, was ich verstehen kann nach dem Resonanzgesetz. Also schaue ich natürlich, dass ich ihr jeweils helfe, dass sie das Morgenprogramm storniert. Ich bin nicht gegen Problemzonenanalysen, verstehen Sie mich nicht falsch. Machen Sie das einmal im Quartal. An einem Nachmittag, wo es eh regnet, da gibt es ja in unseren Gegenden genug Gelegenheit, da können Sie ihn ruhig dazu einladen, schaut auch nichts, mal richtig Problemzonenanalyse machen, meinetwegen auch vor dem Spiegel. Brauchen Sie eigentlich nicht. Sie müssen nur in die Augen der anderen Leute schauen, da sehen Sie sofort, was los ist. Also diesbezüglich hätten wir ja alle Möglichkeiten. Ich gehe auch ins Bad morgens, klar, und auch nach dem Aufstehen, aber so ein Programm mache ich einfach nicht. Ich mische mir meine Rohkost, so einen Löffel fein vermahlen Rohkost, take me, dass mein Serotoninspiegel den Tag über sicher gewährleistet ist. Könnte ja sein, gibt es Situationen, wo ich mich wohlfühlen könnte, wo ich glücklich wäre, dann will ich wenigstens die Neurotransmitter haben, die das sicherstellen. Ja, Sie lachen, aber es gibt heute jede Menge Menschen, die nicht einmal in Situationen, wo sie eigentlich glücklich sein müssten, wo sie sich tipptopp fühlen müssten, wo sie sich richtig wohlfühlen müssten, das noch können, weil die sind schon so knapp vom Burnout, haben schon keine Neurotransmitter wie Serotonin mehr und fühlen sich dann nicht wohl und glücklich. Dazu brauchen sie auch körperliche Basis, das ist keine Frage. Naja, also ich rühre mir mein Take Me an und danach gehe ich wieder ins Zimmer und mache Meditation und ich beginne mit einem inneren Lächeln. Das dürfen Sie ja schauen, Sie dürfen eine Resonanz geben mit dem Lächeln. Jeder hat ein inneres Lächeln. Und dann würde ich meine Meditationstechnik machen, Sie können Ihre machen und danach schreibe ich etwas, was mir anmacht. Selbstverständlich mache ich nicht die Mails am Morgen. Ja, warum soll ich mir das antun? Wer weiß, was da wieder dabei ist. Aber es gibt immer Dinge, die ich gern schreibe. Und die schreibe ich dann. Und diese Wahl haben Sie ja auch. Dann könnten Sie Resonanz ganz schön nutzen, um wirklich gut in Gang zu kommen. Der macht es ganz gut hier. Ein Rauchfang-Kaminkehrer, was hat der herausgefunden? Dass wenn er seinen kleinen Buben in der letzten Tour vor Weihnachten, wo es nicht mehr um Kaminkehren geht, sondern nur noch um Einkassieren von Trinkgeld, wenn er da seinen kleinen Buben mitnimmt in dieser süßen Uniform, dann macht es immer Freude, das sehen Sie, immer Freude, eine Win-Win-Situation, aber ihr, der Kundin, macht es auch erfreut, weil die glaubt jetzt, dass sie noch mehr Glück hat, wenn sie dieses nette Doppelpack sieht. Ja? Und deswegen gibt die mehr als das doppelte Trinkgeld und das macht ihm wieder erfreut. Ja? Win-Win-Win-Win-Situation. Durch Resonanz. Niemand ist geschädigt. Die zahlt zwar mehr als doppelt so viel, aber sie erwartet natürlich auch das X-Fache. Und im Rahmen der selbsterfüllenden Prophezeiung, Resonanzgesetz, geht es auch eine Zeit lang. Wenn sie sich nur auf solche Tricks einlässt, dann holt sie die Polarität ein. Das allerdings. Also das ginge so. Wie weit Resonanz geht, können Sie an diesem Bild hier sehen. Da haben Sie einen so einen Roboter und das kennen Sie,
Da ist ein Areal mit Induktionsschleifen abgeteilt und innerhalb des Areals fährt er einfach zufallsmäßig hin und her, bis irgendwann ist alles gemäht. Sie kennen wahrscheinlich dieses Experiment von Konrad Lorenz, ein Resonanz- oder Prägungsexperiment, wo er den Graugansjungen sein markantes Gesicht gezeigt hat, als allererstes. Und dann sind doch die Graugänse immer hinter ihm hergelaufen, weil sie geprägt waren auf ihn. Die haben gar nicht schwimmen gelernt, bis er mit ihnen in Weiher gegangen ist zum Schwimmen. Fliegen haben die überhaupt nicht gelernt, weil Konrad Lorenz flog ja nicht. Also hat er ihn lange über die Zeit hinaus, viel zu spät eigentlich, um zu sehen, was da passiert, vom Boden aus das Fliegen beigebracht, sonst wären die nie geflogen. Ein wichtiges Experiment, das hat natürlich dazu geführt, allerdings hat es 20 Jahre gebraucht, so lange ist ungefähr die Leitung in der Medizin nach meiner Erfahrung, bis Geburtshelfer kapiert haben, dass es auch gescheiter wäre, menschliche Säuglinge nicht auf die Gesichter fremder Gynäkologen oder Hebammen zu prägen, sondern auf das Gesicht der Mama vom Kind. Ja, und seitdem kommt das Kind auf den Bauch, Frédéric Le Boyer, Michel Audin waren diese großen Geister in der Gynäkologie, die das geschafft haben. Und inzwischen machen sie es nach bei uns, Gott sei Dank. Wir prägen Kinder auf die eigene Mutter, wenn das einmal nicht geht, auf den Vater, nicht mehr auf ganz fremde Leute. Also diesbezüglich zwei Experimente, eine Erfahrung, ein Experiment, und jetzt haben amerikanische Forscher die verbunden. Die haben den frisch geschlüpften Graugansjungen als erstes dem Roboter gezeigt und dann haben sie da einen Stall für die Jungen gebaut, der ist eigentlich außerhalb, nicht innerhalb der Wiese natürlich, die Grafikerin verzeichnet. Dann haben sie den an die gleiche Stelle gestellt, losfahren lassen und dann schauen sie mal, was passiert. Vom Muster her sind die viel näher dort. Ja, also sind viel mehr Spuren. Das heißt, irgendwie ziehen die Graugansjungen den Roboter an. Wir haben keine Ahnung, wie die das machen. Dieses Experiment ist sicher 100-mal wiederholt worden. Immer kommt dasselbe raus. Wir haben keinen Schimmer, ziehen die den Roboter an über ihr Hirndl, ihr Herzerl, ihre Flügel. Keine Ahnung. Aber es geschieht immer wieder. Wir wissen, da ist eine Resonanz, die ist belegt. Wie die ausgeübt wird, weiß kein Mensch. Aber wir wissen, sie ist da. Also diesbezüglich haben wir da ein erstaunliches Phänomen. Und das ist etwas, was Sie eigentlich auch gleich umsetzen können. Denn tatsächlich leben wir ja auch mit Maschinen in Resonanz. Ja, manche Männer haben mit ihrem Auto das Gefühl. Ein Beispiel kann ich Ihnen noch besser, glaube ich, zeigen. Das mit Ihrem Computer, Ihrem Laptop. Wenn Sie mit dieser Maschine in eine gute Resonanz gehen, dann wird die Ihnen auch sehr, sehr hilfreich sein. Wenn Sie allerdings Ihre gesammelte Unfähigkeit immer auf Ihren Computer, Ihren Laptop projizieren, dann wird der Laptop ziemliche Probleme machen. Und da können Sie Menschen unterscheiden. Es gibt eine ganz, ganz kleine Gruppe von Computerbenutzern, darf ich mich dazu rechnen, die freuen sich, dass es so eine geniale Maschine gibt. Mir hat der Computer so viel geholfen. Der hat mich befreit vom Arbeiten in Räumen, was ich eh nicht mag. Ich kann draußen sitzen, überall. Ich kann den Winter in Bali verbringen. Tut es auch. Es ist eine wunderbare Möglichkeit. Ich habe einen ganz kleinen Laptop, so ein Teil, kostet fast nichts mehr heutzutage und hat alle meine über 50 Bücher da drin. Wörtlich. Ich kann, wie mir die Gedanken kommen, da reinschreiben. Ich kann die hinterher sortieren. Das war früher ein Theater. Die ersten Bücher habe ich per Hand geschrieben. Fürchterlich. Wir müssen es alles schon im Kopf haben, die ganze Gliederung und können nichts mehr einfügen. Naja, haben sie so dicke Manuskripte tausendmal geschnitten und geklebt. Fürchterlich. Das schenkt er uns alles. Und wenn sie dann in einem sehr guten Verhältnis sind, wird der keine Probleme machen. Meiner hat noch kein einziges Dokument verschwinden lassen. Das tut er einfach nicht. Kann ich mir auch nicht leisten, ehrlich gesagt. Da verschwinden auch in meinem keine E-Mails. Die verschwinden in ihrem auch nicht. Nur sie projizieren es auf ihn. Ich habe das mit Mitarbeitern erlebt. Was? Du hast mir geschrieben? Ah, nein, habe ich nicht gekriegt. Ich habe dann immer gleich einmal gesagt, komm, zeig mal deinen Computer, schau mal unter Gelöschte und schau mal unter nicht angeschaut. Dann haben wir es immer gefunden, das E-Mail. Seitdem verschwinden bei uns ja keine E-Mails mehr. Es ist die einfachste Methode natürlich, immer zu sagen, mein Laptop ist schuld, das Internet ist schuld, aber das funktioniert rational. Wir funktionieren irrational und projizieren mutig und verrückt und machen uns das Leben damit richtig schwer. Das müssen Sie nicht tun. Ja, Sie könnten, stellen Sie sich mal vor, Sie projizieren so wie auf Ihren Computer, Ihren Laptop, auf Ihre Sekretärin. Das hält niemand aus. Die wird kündigen.
Und das tut ihr Laptop auch. Und sie könnten das genau umgekehrt machen. Ich freue mich drauf, wenn ich schreiben kann in Ruhe, dann wissen auch die anderen, dass sie mich in der Regel nicht stören. Dann ist eine schöne Zeit für mich. Und mache ich um Dikshas oder hinduistische Segen, können es auch christlich haben, da kostet nichts. Und lassen diese Energie in sich rein, von oben und unten, wie sie wollen, bis sie in den Händen ankommt. Und dann lasse ich sie auf die Tastatur, schließe den Computer mit ein und wir haben eine gute Zeit in einer guten Energie und Stimmung. Schwingt gut. Das ist eine Möglichkeit, die sie haben. Und das könnte vieles ändern bei vielen, wenn sie aus diesen Projektionen rauskommen. Die Projektionen kommen natürlich, weil sie mit dem Polaritätsthema nicht in Harmonie sind. Und die meisten sind eben nicht in Harmonie mit diesem Thema. Das ist etwas, was schwierig für uns ist, weil der Schatten so schnell daraus folgt. Ja, wir neigen ja nicht, die Pole im Gleichgewicht zu halten. Ja, und insofern landen wir so oft im Gegenpol. Ja, also die Menschen springen in Resonanz miteinander. Liebe auf den ersten Blick. Wundervoll. Man denkt sich, boah, wenn ich die kriege, da bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und wenn Schicksal gnädig oder gemein genug ist, kriegen sie sie. Und sie denkt vielleicht nur dasselbe und dann ist es Liebe auf den ersten Blick. Und die versprechen sich, schwören sich, geloben sich, dass das bis ans Ende aller Zeiten hält. Diese wundervolle, heiße Liebe. Und was geschieht dann in der Regel, wenn sie ehrlich sind? Eine reine Zeitfrage, bis sich die heiße Liebe in kalten Hass umwandelt. Und was dann vor dem Priester passiert ist, endet dann vom Scheidungsrichter. Häufig. Bei Ihnen ja hoffentlich nicht, aber Sie kennen diesen Weg. Dem Priester kann es keinen Vorwurf machen. Der ist der Ehrlichste in der Situation. Der warnt die und sagt, wollen Sie wirklich in guten und schlechten Zeiten? Die glauben aber in der Zeit an keine schlechten Zeiten. Der sagt da ganz ehrlich, wollen Sie wirklich, bis dass der Tod Sie scheidet? Aber die denken, wovon redet der Tod? Ich meine, wir sind unsterblich verliebt. Ja? Der Priester ist ganz ehrlich. Und dann trauen die sich vor den Traualtar und trauen sich Ja sagen. Und schließen einen Vertrag, das wissen die meisten gar nicht, des bürgerlichen Rechts, eine Zugewinngemeinschaft, die hat bestimmte Haken und Ösen, das kommt dann erst beim Scheidungsrichter raus. Ja? Aber dann sehr konsequent und hart, wieso geschieht das? Ja? Wieso landen so viele auf diesem Weg? Naja, weil wir dazu neigen, einen Pol zu betonen, den anderen niederzumachen. Und meistens machen wir den weiblichen nieder, das Yin. Und den männlichen, das Yang, betonen wir über. So gibt es immer Schatten. Aber den Teil, den Sie ausschließen, den Sie runtermachen, diesen Teil, den kriegen Sie nicht raus aus der Welt. Ja, wir haben ja, das ist die Idee der Krankheitsbilderdeutung, wir haben ja nicht die Wahl, ob wir die Dinge leben oder nicht. Wir haben doch nur die Wahl, auf welcher Ebene wir die leben. Ja, Sie haben nicht die Wahl, ob Sie Ihr Herz groß und weit werden lassen. Die Ebenenwahl haben Sie. Sie können das auf der körperlichen Ebene machen, nennt man das Herzinsuffizienz, ein großes, ausgeleiertes Herz, mit dem Leben schlecht vereinbar. Oder Sie machen das im christlichen Sinne oder im Sinne von Saint-Exupéry mit dem großen Herzen des kleinen Prinzen. Da gibt es ja viele Varianten dazu. Also die Wahl haben wir nicht, ob wir wachsen. Der Mensch wächst ein Leben lang. Wenn Sie das verweigern auf geistig-seelischer Ebene, dann rutscht es irgendwann nach der Adoleszenz in den Körper. Dann nennt man das Tumorwachstum. Das ist ein Riesenthema bei uns heute. Zweithäufigste Todesursache. Also wir haben nicht die Wahl, ob wir das innere Kind leben. Das können Sie frühzeitig tun. Dann wird Ihr Leben natürlich lustiger, kindlicher, kreativer, fantasievoller, schöner. Aber Sie müssen es nicht tun. Sie können es auch bis zum Schluss aufschieben. Dann haben Sie die letzten Jahre Intensivprogramm. Das nennt man Morbus Alzheimer. Sonst werden sie dann kindisch. Es ist nicht witzig. Morbus Alzheimer ist alles andere als witzig. Das ist eine der brutalsten Krankheitsbilder. Und Demenz, eine verschärfte Form der Demenz ist es, wird unser Riesenproblem werden, ehrlich gesagt. Wir essen falsch, wir ignorieren solche Dinge und laufen wirklich in einer unglaublichen Ausmaß in Demenz hinein. Wir haben gar keine Leute für die Demenzkranken, um die zu pflegen. Ja, das ist in absehbarer Zeit fertig. Also da kommen richtige Schattenthemen auf uns zu, wenn wir das so absurd tun, wie wir das tun. Eigentlich ist die Welt so organisiert. Sie haben immer den Gegenpol und wieder den Gegenpol und wieder. Das ist etwas, was wir uns klar machen müssten. Wenn Sie den Engel anschauen hier, ich hoffe als Katholikin, als Katholik sehen Sie da einen betenden Engel, katholisch betend,
ein Mandala von Maurits Escher. Wenn Sie ein bisschen schräg schauen, oder ich helfe Ihnen mit dem Computer, dann sehen Sie da auch einen Teufel. Ja, so eine Fledermaus. Da ist mehr schwarz als weiß auf diesem Mandala. Das ist die Welt, in der wir leben. Ja, die polare Welt. Und das können wir natürlich bei den anderen immer ganz gut verstehen. Bei uns selbst nicht so gut. Ja, wenn ich Ihnen jetzt am Islam die Polarität erkläre, dann ja, werden Sie das gut verstehen und abnicken können. Es gibt nämlich wirklich eine extrem frauenfreundliche Religion auf dieser Erde, das ist der Islam. Mohammed hat alles praktisch, was er gemacht hat, den Frauen zuliebe gemacht. Der lebte mit einer 25 Jahre älteren Frau, die hat ihn komplett gemanagt und organisiert. Müssen Sie denken, ein schwerer Epileptiker in nomadisierenden Stämmen, der hat es nicht gut gehabt, der Mohammed. Der hat aber diese wundervolle Frau an seiner Seite gehabt, die hat ihm erlaubt, nichts zu tun, außer die Aura vor seinem epileptischen Anfall zu nutzen, um die Suren des Koran aufzuschreiben. Und er hat das gemacht und seine Frau hat ihm den Islam organisiert. Die war der Paulus sozusagen für den Islam. Und Gesetze, die er erlassen hat, sind sehr frauenfreundlich. Er war total in Trauer, wie die Frau gestorben ist. Natürlich 25 Jahre älter, deutlich vor ihm. Er hatte dann Aisha, seine Lieblingsfrau, die er verehrt, vergöttert hat. Mohammed hat das Mädchentöten verboten zum Beispiel. Dass Mädchen oft einmal, also fast immer erst auf den Boden gelegt wurden und nur wenn der Vater sie aufgehoben hat, hat man sie aufgezogen. Das gab es übrigens bis vor ein paar hundert Jahren auch in Bayern, dieses Ritual. Auch in christlichen Zeiten noch. Kann man sich nicht vorstellen natürlich mitten in Bayern, aber war so. In diesen Ländern des Islam, heutigen Islam, war das so. Mohammed hat das verboten. Mädchen werden heute immer aufgezogen. Er hat die Zahl der Frauen nicht auf 4 erhöht, sondern er hat sie reduziert. Mohammed hat direkt gesagt, ein Mann darf nur so viele Frauen haben, wie er auf allen Ebenen zufriedenstellen kann. Wenn Sie den Satz auf sich wirken lassen, und wir würden den anwenden, schaut es für die Männer ziemlich böse aus. Da müssen sie mit ein, zwei Kumpels zusammentun. Also der ist sehr... Sie durften maximal 4 Frauen haben. Da gibt es eine Stelle im Koran, eine Sure, da kommt die Frau zu Mohammed und beklagt, dass ihr Mann sie sexuell nicht zufriedenstellen kann, dass er keinen Höhepunkt vermitteln kann. Und sagt Mohammed spontan drauf, ohne irgendwelche Umschweife, dann sucht er einen, der das kann. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das machen in unserer christlichen Kultur. Was da los wäre? Was wäre Bewegung in der Gesellschaft? Eine extrem frauenfreundliche Religion. Und jetzt schauen sich heute diese eifernden und geifernden Mullahs an. Was Frauenfeindlicheres gibt es überhaupt nicht auf dem Planeten. Die sind völlig im Schatten gelandet. Ja, dem Mohammed wird es, glaube ich, noch schlechter gehen, wenn er auf diese Welt kommt wie Christus. Stellen Sie sich vor, Christus käme in katholische Gegenden. Das wäre entsetzlich, weil der hat es ja angekündigt, was dann wäre. Er hat gesagt, seid heiß oder kalt, die lauwarm will ich ausspeien. Käme der zu uns, der würde permanent speiben. Ja? Eine väterliche Situation. Wir könnten uns, das ist natürlich jetzt viel schwieriger, aber wir könnten uns natürlich mal fragen, wie konnte es passieren, dass die Religion der Liebe, das ist nämlich die christliche, sagen uns die Berufschristen, man merkt zwar nichts, aber die sagen uns das so. Was würde diese Religion sagen, wenn man einfach mal naiv fragt? Wieso gab es denn Kreuzzüge? Wie konnte das passieren? Gesagt hat man uns, die besten Ritter des Abendlandes ausgezogen und haben das heilige Land zurückerobert. Wie kann man denn etwas zurückerobern, was man noch nie besessen hat? Das müssen sie erstmal sich klar machen. Das war ein Angriffskrieg der brutalen Art. Mit überlegener Waffentechnik, diesen Langschwertern, sind die Ritter darunter und haben tausende Muslime niedergesäbelt. Die hatten diese Krummsäbel, die kamen gar nicht bis in die Nähe der Ritter. Ein brutales Unternehmen. Und aus meiner Sicht, Gott sei Dank, sind sie rausgeschmissen worden, die Eroberer. Ins Meer nämlich, wo sie hingekehrt haben und nach Rhodos geschwommen. Und da hat man sie dann wieder rausgeschmissen, bis sie dann in Malta auf diesem kargen Felsen hocken geblieben sind. Wie konnte es sein, andere Frage, dass die Religion der Liebe die Inquisition inszeniert hat? Wo zwischen 1 und wahrscheinlich 9 Millionen Menschen, vor allen Dingen Frauen,
auf brutalste Weise zu Tode gefoltert worden sind. Wie konnte das passieren? Die Antwort ist einfach, im Rahmen der Projektion, weil man Schatten nicht begriffen hat. Die Logik war damals ganz einfach. Man hat gesagt, also ein minderes Wesen wie eine Frau. Ja, zu der Zeit hatte ja Thomas von Aquin noch gelehrte Probleme, hat er diskutiert, ob Frauen überhaupt eine Seele haben. Hat man ihnen dann zugestanden. Ohne Folgen, aber man hat es ihnen zugestanden. Wie konnte ein so minderes Wesen wie eine Frau am Mann den Kopf verdrehen, den verrückt machen? Das konnten die sich gar nicht vorstellen damals. Die waren dann der Meinung, die musste mit dem Teufel im Bunde sein. Sie hatte ja auch diese Teufelskugeln, so hießen die Brüste damals. Ja, der Leib war ja schnell teuflisch in christlicher Vergangenheit. Und die Kugeln waren Teufelskugeln, die wurden zum Teil von Müttern nachts bei den Mädchen mit Blei beschichtet. Blei belegt, damit die nicht wachsen sollten. Ja, Zustände, die wir uns nicht vorstellen können. So körperfeindlich war das Christentum. Ist es immer noch, aber es war extrem. Und jetzt hat man gedacht, gut, wenn die Frau mit dem Teufel im Bunde ist, dass sie sogar einen Priester verrückt macht, dem den Kopf verdreht, dann befragt man sie einfach. Wenn sie es gesteht, kann man sie retten, die Seele. Aber die Frau wusste natürlich gar nichts von all dem. Die hatte einfach eine weibliche Figur und rote Haare schlimmstenfalls. Und dann war sie mehr oder weniger schon dran. Und dann hat man dieses hochnotpeinliche Verhör gemacht. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben. Eine unglaubliche sexual-sadistische Foltermethode, bei der viele Frauen gleich gestorben sind. Wenn sie nicht gestorben ist und bis zum Schluss ihre Beziehung zum Teufel geleugnet hat, dann musste man, um ihre Seele zu retten, den sündigen Leib dem Teufel entreißen. Das ging am besten durch Verbrennen. Das war eine katholische Gnade der Frau gegenüber. Es war noch ein ganz nettes Nebengeschäft, weil man hat ja da seinen Reichtum begründet. 10% hat der Denunziant bekommen, der sie der Teufelsbesessenheit denunziert hat. 90% hat sie die Kirche eingesteckt. Das ist die Situation, die ist nicht schön. Die will man, die ist bis heute nicht angeschaut, die Situation. Der Papst Wojtyla hat sich einmal entschuldigt dafür mit zwei dürren Sätzen. Also eine schreckliche Situation. Was ist dahinter? Es ist leicht zu durchschauen. Ja, man hat einfach die ganz normale heterosexuelle Sexualität verdrängt. Und statt das Problem dann bei sich zu lösen, wenn man dann mit seiner Geilheit nicht weiterkam, hat man es auf die Frauen projiziert und die hat man einfach umgebracht. Und natürlich aus der perversen Logik des Projizierenden hat das natürlich was für sich. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo Bischof. Wenn Sie alle attraktiven Frauen in Ihrer Umgebung umbringen, geht es natürlich mit dem Zölibat leichter. Ja, das ist schon so. Es bleibt eine extrem perverse Logik. Und die entsteht immer aus der Verdrängung des Schattens. Immer. Heute haben wir das gleiche Missbrauchthema im Hinblick auf die verdrängte Homosexualität. Ja, ich meine, was da jetzt passiert an Missbrauch, ist ja irgendwie erschütternd, aber es ist auch leicht verständlich. Ja, es ist doch nicht so passiert, dass ein junger katholischer Bursch irgendwo sich jetzt entschließt, ja, ich studiere jetzt Theologie, 14 Semester, dann Priesterseminar, ein paar Jahre, und dann kann ich Buben missbrauchen. So geht doch das nicht. Ja, das wird doch nicht einmal so gewesen sein. Ist doch ganz anders. Es passiert, wir sind nicht in der heutigen Zeit, es liegt ja 30, 40, 50 Jahre zurück, 60 manchmal. Irgendwo, zum Beispiel, nehmen wir nicht Niederbayern, sondern Oberösterreich oder Niederösterreich, ganz katholisch, Dorf. Ein 14-Jähriger merkt, er interessiert sich nicht für Mädchen. Mit 15 immer noch nicht, mit 16 weiß er spätestens, dass er homosexuell ist. Der kann vor 50 Jahren nicht hergehen im oberösterreichischen Dorf und sagen, ey, und ich bin schwul und das ist super. Das ist kein gutes Programm dort, das kostet ins Leben vor 50 Jahren. Das ist die Zeit, wo Martin Sperr Jagdszenen in Niederbayern geschrieben hat, um da nur mal dran zu erinnern, wo das ganze katholische Dorf den Homosexuellen zu Tode gehetzt hat. Nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Projektion. Also, wir sind aber in Oberösterreich, da ist das Ganze viel harmloser für uns. Dort kann der nicht dazu stehen, zu seiner Homosexualität. Der findet auch keinen anderen Homosexuellen, weil dem anderen geht es ja genauso. Die sind in der Schockstarre. Und was soll er jetzt machen? Soll er jetzt so tun, als sei er hetero? Und auch ein bisschen küssen und schmusen und so? Überlegen Sie mal, was das bedeutet, wenn Sie jetzt als Frau lesbisch spielen müssten die nächsten 10 Jahre. Oder als Mann homosexuell, obwohl Sie es nicht fühlen. Der ist in einer fürchterlichen Situation, hat von dieser Sexualität, die als Todsünde gilt, noch,
dazu, perverserweise, überhaupt nur Elend zu erwarten. Die hat einen so einfachen Ausweg, das Zölibat. Der sagt, ich werde Priester. Und die Familie ist begeistert und sagt, bei unser Sepp, der ist frühberufen. Bei der ist heute schon keusch, das wird einmal ein guter Priester. So läuft es. Und der Sepp, der unterdrückt seine homosexuelle Neigung. Und der studiert Theologie. Und der geht ins Priesterseminar. Und der schafft es. Und wenn Schicksal gnädig genug wäre, hätte es ihn dann ins Müttergenesungswerk versetzt, dann hätte er es auch geschafft. Aber Schicksal ist so gnädig nicht. Der schaut, dass er in die Schule kommt, dass er in die Schule kommt, an den Hort, wo die Buben um ihn herum tanzen. Und dann kämpft er dagegen. Aber irgendwann brenne ich mal die Sicherung durch. Die Triebe, die verdrängten Triebe, drängen und treiben. Alles Verdrängte treibt. Und so kommen wir zu dieser Misere, die wir heute haben. Wenn Adolf Holl, ein Ex-Priester, sagt, 50% des österreichischen Klerus ist schwul, entspricht das nicht meiner Erfahrung. Aber egal, aber wenn es 40 oder 30% sind, ist natürlich viel. Und da wird es viele auf diesem Punkt erwischen. Und solange das nicht erkannt wird, wird das bleiben. Das ist nicht der letzte Skandal. Da kommen weitere, solange nicht die Quelle verstanden wird. Und verstehen Sie mich nicht miss, ich will die katholische Kirche nicht noch weiter runter machen, es geht ja fast nicht. Die haben sich ja schon so runtergemacht und es tut mir leid und weh, weil das ist die einzige Quelle von Werten, die wir haben. Ja, wir brauchen diese Werte. Und wenn uns die kaputt gehen aus dem Ethikunterricht, kommen die nicht, ehrlich gesagt. Das ist ganz schrecklich, was da passiert. Die Welt ist aber so, es fliegt alles auf. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, ist doch so schade, jetzt wo wir Papst sind in Deutschland, ne, wie die Bild-Zeitung sagt. Sie sind Papst. Ich meine, das sind ja uralte Geschichten, die da auffliegen. Warum ist da nichts bei Papst Wojtyla aufgeflogen? Da war das alles schon akut. Da ist das alles schon Vergangenheit gewesen. Kein einziger Missbrauchsskandal im Pontifikat des polnischen Papstes. Aber kaum ist unser Paparazzi dran. Zack, 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 zack. Überall fliegt es auf. Sein ganzes Pontifikat ist ehrlich gesagt verhunzt mit diesem Missbrauch. Und er ist sicher jemand, der makellos gelebt hat. Ich habe ihn oft erlebt bei Diskussionen. Der war in Freising, Bischof von Freising und München. Ich habe da Abitur gemacht in Freising. Ein super gebildeter, super gescheiter, erzkonservativer Mann, der wirklich eine sehr feine Art hat, mit der Welt umzugehen. Sehen Sie auch jetzt, wenn Sie ihn so, es reicht ja ein Blick, um zu sehen, wie er so vom Naturell ist. Der war ein mutiger Mann, der hat in der Nazi-Zeit den Eintritt in die Hitlerjugend verweigert. Das war praktisch lebensgefährlich. Der sehr gebildet, sehr mutig. Ich habe gar nichts gegen den. Nur haben Sie sich mal gefragt, warum der das jetzt alles abkriegt? Alles kommt hoch, jeder Schatten taucht auf. Wir können das an der Kirche sehen, Sie können es aber auch in Ihrer eigenen Beziehung sehen. Und da wird es dann wirklich interessant. Da läuft es ganz genau so. Wir projizieren ständig, da machen wir den Engel wieder nach oben, wir projizieren ständig auf den anderen. Wir sehen es bei uns nicht. Wir gehen ständig in so ein Ungleichgewicht hinein. Obwohl unsere Religion es uns anders sagen würde und auftragen würde. Wir landen dann so häufig im Gegenpol. Die Kirche wollte die Religion der Liebe sein und den Himmel auf Erden schaffen. Und hat dann oft so eine Hölle auch geschaffen. Für Betroffene, beide betroffen. Ja, die Opfer sind betroffen, die Priester sind auch Opfer, aus meiner Sicht. Denen gehört auch geholfen. Die ganze Situation gehört bereinigt. Aber dazu müsste man den Schatten anschauen. Und jetzt können Sie sehen, wie schwierig das ist für die Kirche. Ja, die sind komplett unfähig, die Polarität zu erkennen, das Problem, in dem sie drin stecken, und den Schatten. Der Papst hat wieder eine eindrucksvolle Demonstration dieser Unfähigkeit ja gerade in Deutschland abgeliefert. Bei aller Gescheitheit, bei allem Gebildetsein, er kann das nicht, er traut sich da nicht ran. Und die Frage ist, trauen wir uns ran an unseren Schatten? Auf andere zu projizieren ist leicht. Ja, die scheitern. Und wenn sie darauf projizieren, fragen sie sich mal, ob sie auch schon oft gescheitert sind und sich es nicht eingestehen. Ich bin an so vielem gescheitert, muss ich nicht projizieren auf die Kirche. Das tut mir leid, die Situation. Ich kann sie doch schauen, aber sie tut mir leid. Ich wollte die ganze Medizin lernen, indische, chinesische, tibetische, habe ich alles, bin ich gescheitert. Das ist alles zu viel gewesen. Sogar die Homöopathie habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil es so viel Zeit alles braucht. Ja, wenn man genau hinschaut, scheitert man ja in vieler Hinsicht.
dann braucht man auf andere Scheiternde nicht projizieren. Man könnte eigentlich Mitgefühl entwickeln und sagen, aha, hat es auch nicht geschafft. Es ist ja schwer, das immer zu schaffen. Das sind lauter hochstehende Menschen, die ich Ihnen da jetzt zeige, Mahatma Gandhi und Martin Luther King, die sind auch beide gescheitert. In dieser schrecklichen Weise, die beiden Friedenspolitiker, wenn man so will, er für den Hinduismus, steht für Ahimsa, die Gewaltfreiheit, er steht für die christliche Gewaltfreiheit, und beide sind durch Gewalt zu Tode gekommen, ganz offensichtlich. Da kam er schon als UNO-Generalsekretär von den Alliierten, Westmächten, auf diesen Posten gehievt, ein Esoteriker, nebenbei gesagt, abgeschossen, sein Flugzeug durch ein Plot von englischem und französischem Geheimdienst, ist aktenkundig. Die Kennedys, wie sie gestorben sind, wissen wir nicht, aber so viel Gerichtsmedizin habe ich gelernt. So wie der Wochenreport schreibt, ist John F. Kennedy nicht gestorben. Olaf Palme wissen wir nicht wie. Bei Anwar el-Sadat wissen wir, dass ein Ägypter hat ihn umgebracht, bei Yitzhak Rabin ein Jude. Sie sterben immer durch Gewalt, immer durch die eigenen Leute. Und das ist Ausdruck der Polarität und des Schattenprinzips. Das gehört verstanden. Wir können das auf der Basis der hermetischen Philosophie, ein Bild aus dem Tarot, 10. Tarot natürlich, auch verstehen. Das Rad dreht sich. Der eine steigt auf, der andere steigt ab. Der aufsteigende Hermann Ubis, der muss nicht euphorisch werden, das geht schon wieder runter danach. Und die Schlange Typhon, das Ungeheuer, muss auch nicht depressiv werden, das geht schon wieder hoch. Dieses Rad dreht sich. Und das ist die Polarität. Panterei, hat Heraklit gesagt, alles schwingt. Das können Sie auch christlich haben, da sitzt halt der Papst oben drüber, statt hier der Sphinx. Ansonsten sind die Evangelisten gleich geblieben. Sie können es im 7. Symbol sehen, Wagenlenker, schwarze, weiße Sphinx, der muss diese zwei Seelen, ach, in meiner Brust, hat Goethe das genannt, die muss der zügeln, ja, dass die zusammenbleiben. Die weibliche und die männliche Seite, die es natürlich in jeder Frau und jedem Mann auch gibt. Das wäre unser Thema. Man kann es auf der Hormonebene sehen, das männliche Hormon, das weibliche. Sie können sagen, das weibliche ist ja viel schöner, meinetwegen, aber das braucht es ja schon dazu. Sie würden ja den anderen Teil nicht weghaben wollen. Obwohl, man könnte mal drüber nachdenken. Ich könnte allen anwesenden Männern ja ein verblüffendes Angebot machen. Sie könnten mit einer ganz einfachen Maßnahme 7 bis 8 Jahre älter werden, einen unglaublichen Anti-Aging-Schub haben, ja, die Ihnen praktisch 10 Jahre Jugend bringt. Sie könnten Ihr Leben dramatisch vereinfachen. Diesen ganzen Karriere-, Konkurrenztrip und so weiter könnten Sie lassen. Mit einer ganz einfachen Geschichte. Ja, das ist ein Mini-Eingriff. Nennt man Kastration. So einfach wär's. Aber man merkt dann schon an den Gesichtern der anwesenden Männer, gar keine Begeisterung. So am Landleben kennen Sie eine Parallelebene mit den Katzen. Ja, von den Katern wissen Sie das ja. Ich habe einmal zwei so solide bayerische Landkater, Gandelberger und Gustelmeier, vor der Kastration bewahrt. Aus männlicher Solidarität. Naja, die sind beide keine 2 Jahre alt geworden. Ja, das waren Helden. Die haben zu zweit gejagt, die haben erwachsene Hasen zur Strecke gebracht. Den Jäger, wenn wir nicht bestochen hätten, permanent, waren die sowieso längstens erschossen gewesen. Aber das haben wir ja noch in den Griff gekriegt. Ansonsten waren sie auch Helden. Die haben ganz Bayern befruchtet sozusagen. Ja. Mit zerfetzten Ohren heimgekommen, völlig abgewrackt. Echt ein hartes Katerleben. Der eine hat nach 1,5 Jahren den Kampf mit einem Fuchs verloren, der andere hat mit einem Auto gekämpft, war auch schlecht. Ein frühes, aber natürlich ruhmreiches, heldenhaftes Ende. Dann haben wir mal einen kleinen italienischen Kater bekommen, Neve, so weiß wie der italienische Schnee, und den haben wir dann aus Gnade frühzeitig kastrieren lassen. So früh, dass er gar nicht weiß, was ihm da entgangen ist. Und der Neve, der ist heute, ich glaube, 16 oder 18 Jahre alt. Im Wesentlichen ist der einfach schön. Ein bisschen rund. Der würde nie kämpfen, solange das Futter passt. Und es passt natürlich im Heilkundezentrum. Der jagt nicht einmal viel. Das hat er verstanden, als einzige der, unserer Katzen. Das mit den Mäusen ist aufwendig. Das Schäber gibt es praktisch automatisch. Ich glaube, der ist sehr meditativ unterwegs. Und ich denke, der hat einen Radius ungefähr von der Größe unseres Gartens. Reicht ihm tipptopp. Der ist ja nicht der Typ, um über Zäune drüber zu gehen, ehrlich gesagt. Einfach nicht. Der lebt innerhalb seines gut arrondierten Areals.
Die Kätzchen tangieren ihn wenig. Und die meisten finden ihn schön, der hat mit seinen 16 oder 18 Jahren ein seidiges Fell und die denkt, er wird 20 werden mit der Methode. Ja? Also das wäre im Angebot. Aber sie merken, wir wollen die Polarität. Aber sie hat natürlich verschiedenste Implikationen, Auswirkungen. Wenn wir es uns auf der Welt anschauen, die Polarität und den Schatten, wird es auch nicht besser. Also das ist ja noch ganz schön und ästhetisch. Sie sehen hier das strahlende, helle Nordamerika. Die haben richtig Kohle und da brennt es auch ordentlich in der Nacht, wenn man das aus dem Weltraum fotografiert. Hier Florida, das ist die Kloake von BP, der Golf von Mexiko. Da unten haben es Südamerika, das sieht man schon, das ist dunkel. Da ist wenig Geld, wenig Kohle. Krasser wird es noch so. Da sehen Sie das strahlende Europa, auch die Pleiteländer strahlen natürlich gut subventioniert. Hier sehen Sie das dunkle Afrika. Das ist wirklich ein schwarzer Kontinent. Die sind arm. Da ist nicht viel Licht, außer hier unten, Soweto, Pretoria, Johannesburg. Die reichen Afrikaner, die Buren, die haben natürlich Geld. Wenn Sie diese Polarität anschauen, das hängt ja damit, also dass Afrika so arm und so dunkel ist, hat ja damit zu tun, dass es hier so hell ist. Ja, das ist ja innerhalb der Polarität, glaube ich, auch ganz gut erkennbar. Jetzt lade ich Sie mal ein, einen Schritt näher dran zu gehen. Der wird Sie aber erschrecken. Da sehen Sie Bilder, die sehen Sie nie in der Tagesschau oder in Zeit im Bild. Ja, die wollen wir auch nicht sehen, diese Bilder, weil sie uns Dinge ins Bewusstsein bringen, die ahnen wir nicht nur, die wissen wir, aber die wollen wir nicht wissen. Die haben mit dem Schatten zu tun. Schauen wir uns das mal an. Links sehen Sie eins dieser über 5000 Kinder, die jeden Tag verhungern. Und zig, also viel mehr Erwachsene. Und rechts sehen Sie einen kleinen Japaner, ich habe mal weit weg angefangen, der hat immerhin schon eine BH-Notwendigkeit als Kind, hat natürlich, da brauche ich nicht untersuchen, auf jeden Fall ein Fettherz, auf jeden Fall eine Fettleber, auf jeden Fall ein Typ-2-Diabetes als Kind. Das ist schon auch eine Polarität. Den Buben brauchen Sie auch eigentlich nicht mehr füttern, der stirbt. Ja? Einer von diesen 5000. Und das ist überall auf dieser Welt so. Jetzt auch. Es sterben heute wieder über 5000 Kinder. Und wissen Sie, warum die sterben? Weil sie Tierprotein essen. Wenn Sie so ein Kind einmal im Arm gehabt haben, was mir im Entwicklungsdienst ja nicht erspart geblieben ist, dann ist es ganz schwer, wieder zurückzukommen. Die meisten meiner Freunde, die Entwicklungsdienst als Ärzte gemacht haben, haben nicht den Schritt zurückgeschafft, weil sie diese Luxusbeschwerden hier gar nicht mehr ertragen haben. Die gehen zurück dorthin und versuchen, das zu lindern. Aber ehrlich gesagt, was haben wir geschafft im Amazonas? Wir haben wirklich lindern können. Aber der Punkt, woran scheitert, ist hier. Insofern bin ich ja ganz gern zurückgekommen. Um es hier mal klarzustellen, wir fressen dem die Nahrung weg. Und sie tun das, wenn sie Tierprotein essen. Und ich sage Ihnen jetzt mal ein Stück tiefsten Schatten. Der ist mir erst, muss ich auch sagen, vor 3 Jahren klar geworden, wie ich diese großen amerikanischen Studien, Colin Campbell, Colvin Esselstyn, Thomas Campbell gelesen habe. Also wir holen große Kalorienmengen, Kohlenhydrate, auch hochwertige, aus diesen Ländern als Tierfutter. Die werden bei uns zu kleinen Kalorienmengen an Tierprotein, durch Tiermast. Daran sterben die. Das ist das eine. Aber das, was wir jetzt neu wissen, sie sterben auch daran. Wir wissen heute durch massive, große Studien, dass Tierprotein Herzprobleme macht, weil es so Arteriosklerose macht, Krebs macht, Allergien macht. Nichts macht so Osteoporose wie Milch. Nichts macht so Osteoporose wie Milchprodukte. Und ich weiß, Sie haben Jahrzehnte das Umgekehrte gehört, aber es ist eben falsch. Wir sind jetzt an einem Punkt, der erinnert mich an die Situation vor ein paar Jahren, wo endlich dieser Hormonwahnsinn aufgeflogen ist. Erinnern Sie das? Das ist nicht lange her, da haben alle Frauen vor dem Wechsel, im Wechsel, nach dem Wechsel Hormone bekommen. Das wurde begründet mit kleinen und Kleinststudien, die pharmafinanziert waren. Mehrheitlich. Und das sollte die Frauen vor Herzinfarkten bewahren, vor Alzheimer, vor Depressionen, vor Osteoporose und sollte gar nicht schaden. Erinnern Sie das noch? Müssen Sie erinnern eigentlich. Und dann, also der Volker Zahn in Straubing zum Beispiel, Professor der Münchner Universität, hat immer davor gewarnt vor den Hormonen. Ich habe 20 Jahre davor gewarnt, können Sie in Büchern wie Frauenheilkunde, Lebenskrisen ja nachlesen.
Aber uns haben, ja, die 25.000, die unseren Rundbrief kriegen, die haben das geglaubt vielleicht. Die haben sich das erspart. Aber die große Mehrheit, die 100 Millionen Frauen, haben weiter Hormone genommen. Weil es gab ja wissenschaftliche Studien. Und dann kamen diese zwei großen Studien. Ja, aus England eine, Großbritannien eine, aus USA. Die eine musste abgebrochen werden, weil die Ethikkommission nicht mehr erlaubt hat, dass die Frauen weiter die Hormone nahmen. Denn dann wussten wir plötzlich, das hilft nichts bei Alzheimer, das hilft nichts bei Osteoporose, das erhöht sogar die Herzinfarktrate und es erhöht dramatisch die Brustkrebsrate. Um über 60% ging die hoch. Wir haben, oder die Gynäkologen haben, 25 Jahre Brustkrebs verschrieben. Das war ein fürchterlicher Irrtum. Und das hat man aber auch sofort korrigiert. Ein Jahr später gab es keine Hormone mehr für Frauen. Da konnte es gar nicht so jammern, dass der Arzt noch das gemacht hätte, dass er ihnen weiter Hormone verschrieben hätte. Genauso am Punkt haben wir heute. Und da kommt jetzt unser Schatten raus. Weil wegen den Kindern haben wir nichts unternommen. Wegen der Ökologie haben wir nichts übernommen. Wegen dem Elend der Tiere haben wir nichts unternommen. Jetzt geht es an den eigenen Kopf und Kragen. Sie richten sich zugrunde mit jedem tierischen Produkt, was sie zu sich nehmen. Nachdem wir in so einer Fleisch- und Milchgegend hier sehen, wenn man so eine Speisekarte anschaut, ja, da ist nichts für einen gesund lebenden Menschen drauf, was sie essen könnten. Nichts. Nur wirklich Todesfraß. Ich kann das nicht anders nennen. Ich bin 40 Jahre Vegetarier und lebe erst 2 Jahre vegan, weil ich das nicht wusste. Ich habe Gott sei Dank nach dem Abstillen nie mehr Milch getrunken. Ich habe keine Eier gemocht. Ich dachte immer, das ist meine Marotte. Jetzt weiß ich, das ist ein Segen gewesen, dass mein Körper mir signalisiert hat, das nicht. Wenn Sie 2,5 Eier pro Woche essen als Mann, verglichen mit einem, der nur ein Ei in 14 Tagen isst, erhöhen Sie Ihre Prostatakrebswahrscheinlichkeit um über 80%. Mit Ihrem morgendlichen Ei legen Sie eine fürchterliche Basis. Mal abgesehen davon, dass Sie mitbeteiligt sind an den vielen Millionen männlichen Küken, die dauernd gehäckselt werden, lebendig, weil sie überflüssig sind und als Legehennen nicht in Frage kommen. Da sind wir tief im Schattenreich drin. Ich würde Ihnen dringend raten, ab heute kein Tierprotein mehr zu essen. In einem Buch wie Peace Food können Sie sich das nachlesen. Da habe ich die Studien in eine Form gebracht, wo Sie sie gut verstehen können. Ich habe das vor 3 Jahren gelesen, so ein dickes englisches Buch, super teuer, alles voll Studien und bin erschrocken darüber. Das wird sich ändern. In 5 Jahren hat sich die Welt verändert, ernährungsmäßig. Ja? Da werden Sie nicht mehr so Krebsfutter nehmen, Herzproblemfutter. Es ist in all diesen Bereichen schrecklich. Ja? Aber wir hätten es wissen können. Es gibt seit 17, 18 Jahren inzwischen schon eine Studie von Professor Leitzmann in Gießen, deutscher Professor, sagt ganz klar, Vegetarier werden viel älter, erleben viel weniger Krebs. Die gab es ja schon lange. Aber bei Milch wusste man das nicht. In einem Land wie Japan, minimaler Milchkonsum, keine Oberschenkelhalsbrüche, keine Osteoporose. Aber in einem Land wie Finnland, was noch mehr Milchwahnsinn treibt als Sie hier, haben Sie eine Volksseuche Osteoporose. Es gibt keinen Typ-1-Diabetiker, der nicht Antikörper gegen Kuhmilch im Blut hat. In Ländern wie Japan gibt es keinen Typ-1-Diabetes. Das ist ein reines Kind des Kuhmilchwahnsinns. Und verstehen Sie mich nicht falsch, Kuhmilch ist eine wunderbare Nahrung für Kälber. Muttermilch ist wunderbar. Ich würde plädieren, ein Jahr zu stillen und mehr. Aber danach, raus aus dem Tierprotein. Das müsste man heute sagen. Und dann würde sich das lösen. Dann könnten die nämlich ihre Kohlenhydrate behalten. Die brauchen wir nicht mehr, um Tiere unter unsäglichen Bedingungen 5 Monate zu quälen. 60 Millionen Schweine verputzen sie in Deutschland. Von denen sind über 99% aus dem Tierzuchthaus. Unter unbeschreiblichen Umständen hergestellt. Und wir sind ja irgendwie gut drauf. Wir wollen ja mit freier Energie und weiß der Geier, esoterisch und so weiter, die Welt alles überarbeiten. Sie können hier heute einen Unterschied machen. Der ist viel größer, wie wenn Sie sich Photovoltaik aufs Dach legen. Und Sie können ja beides tun. Die Energiewende, die ist wichtig. Aber die Nahrungswende ist ungleich wichtiger ökologisch. Also da brauchen wir, wenn man da anfängt, kann man ewig, deswegen habe ich ein Buch geschrieben, Peace Food. Das ist eine grässliche Situation, die wir haben. Wir sind da tief im Schatten. Und das kann ich Ihnen für einen Fisch genauso ausführen. Tue ich nicht, können Sie sich selbst nachlesen. Und diese Bilder kann man weiterführen. Das Mädchen wird es auch nicht schaffen. Die ist nicht schwanger, die ist nur arm. Und es kämpfen heute auf diesen Abfallhalden der dritten Welt unter unglaublichem Gestank. Buben mit den Geiern. Und die Geier sind vitaler.
die kämpfen um die Abfälle der Reichen. Und wir züchten diese Michelin-Männchen. Schauen Sie mal das Gesicht an. Wenn der erwachsen wird, Gnade uns Gott, da ist viel Schattenarbeit zu machen. Und es warten heute jede Menge Geier auf Mädchen, die noch nicht ganz tot sind. Und die Geier fangen schon mal an. Und das ist die Verantwortung derjenigen, die Tierprotein essen. Fleisch, Milch, Eier, Fisch. So einfach ist es eigentlich. Und Sie könnten vieles verändern, ganz viel, mit einem einfachen Schritt. Sie müssten in Kauf nehmen, dass Sie dann besser durchblutet sind, viel vitaler, Sie schlafen weniger und sind wacher in der Zeit, wo Sie wach sind. Ihre Ideen sind natürlich prickelnder und anmachender. Sie haben ein anderes Leben dann. Sie können viel mehr leisten. Ich werde ja oft gefragt, also da sind ja nur ein paar Bücher, aber wann schreiben Sie denn diese ganzen Bücher und Seminare? Und die Leute wollen irgendeine Wunderpille. Ich sage Ihnen gern, was ich so nehme, wie das Take Me am Morgen oder so. Das sind aber nicht viele Dinge. Der Punkt ist, das Erstaunliche ist, dass die Mehrheit so wenig zusammenbringt. Und einer der Punkte ist, dass sie sich so ernährungstechnisch verhalten, dass sie mit den Spielregeln in der Regel nicht richtig umgehen, sondern das Resonanzgesetz rausnehmen und das Polaritätsgesetz zu wenig beachten. Da lag enormes Wachstumspotenzial. Der Schatten ist auch im positiven Sinne sichtbar. Ja, das ist auch etwas, was man sich klar machen müsste. In einer christlichen Kultur ist ebenso ein sehr großer Schattenbereich in allem Sinnen, in aller Sinnenfreude, in allem Sinnlichen entstanden. Das liegt nicht an Christus, genau wie es nicht an Mohammed liegt, dass das so frauenfeindlich ist heute. Christus hat uns eine frohe Botschaft hinterlassen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass da eigentlich nichts Frohes übrig geblieben ist? Ja? Weil das Bodenpersonal hat eine moralinsaure Soße daraus gemacht. Das ist entsetzlich. Das hat nichts mit den Evangelien zu tun. Das ist eine frohe Botschaft. Ich meine, Christus hat den Wein vermehrt. Er hätte ja auch Apfelschorle vermehren können. Aber nein, den Wein hat er vermehrt bei der Hochzeit. Das wird einen Grund gehabt haben. Sie finden diese Spuren des Körperfeindlichen, des Sinnenfeindlichen, diese Freudlose finden Sie ja gar nicht bei ihm in den Evangelien. Das heißt, wir hätten auch einen sehr lichten Schatten. Wie ich das Buch Krankheit als Symbol geschrieben habe, wo tausende von Symptomen so im Nachschlagewerkstil übersetzt sind in den seelischen Hintergrund, die Aufgaben, habe ich mir einen medizinischen Duden daneben gelegt und komme zu dem Buchstaben E. Ich wollte, dass ich nichts vergesse. Bei E stand dann Ekstase, Doppelpunkt, Zustand im Rahmen der Schizophrenie und bei religiösen Wahnvorstellungen. Das ist die gängige Definition innerhalb der deutschen Psychiatrie. Das passiert, wenn Sie männlichen Psychiatern, die nie in ihrem Leben Ekstase erlebt haben, die Definitionshoheit über dieses Thema einräumen. Dann haben Sie in der direkten Konsequenz als Schatten eine Drogenszene, die sich speist aus Bürgerkindern, nebenbei gesagt. Es ist auch so ein Schattenthema. Eine Gesellschaft, die nicht sucht, hat natürlich ein unglaubliches Suchtpotenzial. Und da redet man aber nicht davon. Da hält man sich Sündenböcke. Auf die projiziert man das eigene Suchtthema. Das sind die Junkies, die Rauschgiftsüchtigen. Dann haben sie einen Tagesschausprecher, der sagt ihnen einmal im Jahr, schon wieder 1421 Drogentote. Und die Nation erzittert. Ich warte dann immer, kommt noch was? Na, kommt dann nichts mehr. Von den 3500 besoffenen Autofahrern, die sich und andere umbringen, kommt nichts. Das ist bitte auch ein Drogenproblem, wenn Sie unter Drogeneinfluss wie Alkohol jemanden zu Tode fahren. Und das ist ein Art Volkssport bei uns. Von den 40.000 Alkoholtoten, die ihre Leber zu Ende saufen, Leberzirrhose, vierthäufigste Todesursache, kommt nie was. Von den 100.000 Nikotintoten, nie etwas. Das sind so die bürgerlichen Süchte. Die Arbeitssucht, kein Thema, wird nicht erwähnt. Aber wir haben ja unsere Drogensüchtigen. Und die müssen ihr Zeugs bei der Mafia kaufen. Und da legen wir auch Wert drauf, dass die es nur dort kriegen. Und dann bleibt es in diesem Elendsbereich. Was ist denn da los mit der Gesellschaft? Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte, die da passiert. Und da finden immer wieder Polarität, Schattenprinzip dahinter. Aber schauen wir uns mal diesen schönen, lichten Schatten an, den wir eben auch haben, der christlichen Kultur. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen das alles richtig. In so katholischen Gegenden kann man sich das leicht vorstellen. Jedes Wochenende sind Sie in der Kirche und alles wird gebeichtet, was nicht so ganz in Ordnung war. Und Sie haben 6 Sakramente an Bord, das Maximum, was Sie erreichen können.
Und dann kommen sie irgendwann doch von Herrgott mit 95, sagen wir mal großzügig. Und Petrus selbst steht an der Himmelspforte. Und sie sind sicher, sie kommen in den Himmel, weil wer soll sonst in den Himmel, wenn nicht sie? Und der Petrus muss dann sagen, ah, tut mir leid, Frau Meier. Bei Ihnen fehlen 2487 große Orgasmen. Bei Ihnen fehlen 4587 mittlere Orgasmen. Bei Ihnen fehlen 796 Freudenfeste. Einfach nicht gefeiert. Bei Ihnen fehlt Ekstase, praktisch komplett. Die Sinnlichkeit, kleine Versuche, aber nichts weiterbracht. Wissen Sie was? Gehen wir es wieder runter. Auch blöd gelaufen dann, ne? Am lichten Schatten aufgelaufen. Müsste auch nicht sein. Alles, was wir verdrängen, landet im Schatten. Und wir müssten solche Dinge nicht verdrängen. Wie sehr der Schatten so mit uns spielt, sehen Sie an solchen Bildern. Den kennen Sie ja schon. Wer ist es? Ted Kennedy, ist es wirklich? Schauen Sie ihn genau an. Weil wenn er das ist, wer ist dann das? Auch Ted Kennedy, was habe ich gemacht? Ted Kennedy in der Mitte durchgeschnitten und gespiegelt. Das ist Kennedy aus den männlichen Gesichtern und das ist er aus den weiblichen Gesichtshälften. Ein völlig anderer Mensch. In der Politik haben sie eigentlich nur das gesehen. Der kam kaum vor. Das würde ich Ihnen raten, bei sich auch zu machen, das Spiel. Da sehen Sie unter Umständen ein Gesicht, was Sie gar nicht kennen von sich. Wenn Sie das nicht können im PowerPoint, Ihre Kinder oder Enkel können das. Kinderspiel. Ein Foto nehmen, durchschneiden, spiegeln. Ich habe das bei mir mal gemacht. Den Eierkopf kennen Sie. Ja, Sie müssen nur schauen, dass Sie den Hals von vorne treffen, sonst kommt so ein Desaster raus. Ja? Den kennen Sie kaum, vielleicht wenn Sie mit zum Fasten mal gehen oder zu den Wassertherapien und so weiter. Trauen Sie sich das bei sich. Das wäre ein wichtiger Punkt. Da könnten Sie über sich wirklich was lernen. Diesen anderen Pol mal anschauen, der an Ihrem Leben vielleicht gar nicht so teilnimmt. So wie das innere Kind natürlich auch Teil Ihres Lebens ist. Machen wir noch eine Übung zum Schluss. Da bitte ich Sie nur auf diesen Punkt zu schauen, den zu fixieren, hier diesen roten Punkt. Und 10, oder sagen wir mal 20 Sekunden, nichts tun, als da drauf schauen, nicht blinzeln, müssen Sie nicht Angst haben. Ja, kann einmal eine Träne rollen, wenn Sie nicht blinzeln. Und Sie sind da auf sicheren Spuren von Goethes Mephisto unterwegs, dem er im Faust ja diese zeitlosen Worte in den Mund legt. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Bei uns ist halt oft umgekehrt. Jetzt schauen Sie weiter dahin, was passiert, wenn Sie das verändern. Und jetzt weiß ich natürlich, weil ich das Resonanzgesetz kenne, was Sie gesehen haben, nämlich Jesus Christus, den Heiland, hat eine große Mehrheit von Ihnen gesehen. Das liegt an Ihrer Resonanz. Wenn ich das nämlich in Bali mache mit den Menschen in Bali, dann sieht eine große Mehrheit Krishna und Buddha. Vor kurzem hat eine Frau Hildegard von Bingen erkannt, eine oberbayerische Frau. Das ist schwer mit dem Bart, aber für die ist das eine Lichtgestalt und die hat sie erkannt. Ein Schweizer Zahnarzt hat mal Che Guevara gesehen, aber nur einer von 180. Ja, die 179 haben auch Christus gesehen. Das ist die Resonanz. Und warum ich das Bild auch zeige, ist die Polarität. Weil effektiv war da nie was. Seine leere Folie. Ja, es reicht, dass Sie 20 Sekunden sich mit dem Schatten konfrontieren, dann entsteht in Ihnen eine Lichterfahrung. Das haben Sie jetzt erlebt. Wer hat es nicht sehen können? Können Sie zeigen? Ein paar wenige. Haben Sie vielleicht im letzten Moment nicht hingeschaut? Eigentlich müsste es so funktionieren, aber einer von 350 ist nicht so viel. Können Sie im Buch nochmal nachschauen. All diese Bilder finden Sie in diesem Buch Schicksalsgesetze drin. Können Sie nochmal nachgucken. Im Endeffekt ist es eine Erfahrung, die einen wach werden lassen müsste. Das ist der Grund, warum die Lichtarbeiter, die sich auf das Licht fixieren, zum Schluss im Schatten landen, in der Krankheit, im Unglück, im Elend. Wir sollten schauen, dass wir die Polarität immer im Auge haben, den Schatten im Auge haben. Ich würde Ihnen immer Schattentherapie empfehlen. Ja, so im Heilkundezentrum machen wir Schattentherapie. Ist nicht einmal so weit weg von hier. Da finden Sie so einen rosa Prospekt da hinten. Da können Sie das nachschauen. Ja, das wäre ganz hilfreich. Das heißt, ich hoffe, der ist da. Und Schattentherapie ist der bewusste Umgang, die bewusste Konfrontation mit dem dunklen Bereich. Und das führt ins Licht.
Das Fixieren aufs Licht führt in den Schatten. Schauen Sie sich dieses Bild noch gerne an. Was sehen Sie da drauf? Können Sie es nicht erkennen? Schon. Kamele. Und die haben welche Farbe? Also, da fliegt ein Flugzeug über die Sahara, direkt über eine Dromedar, also Kamelherde. Die Sonne steht tief am Horizont. Und Sie sehen von oben diese weißen Kamele. Und das sind die schwarzen Schatten. So ein Schattenbild eigentlich. Und das ist das Bild, was Sie haben, wenn Sie heute auf die katholische Kirche schauen. Da sehen Sie fast nur noch Schatten. Und viele drücken das ja auch sehr entsetzt aus, dass sie da nur so viel Schatten sehen. Aber natürlich, die ersten 100 Jahre, 200, 300 Jahre waren beeindruckend. Da war die Religion der Liebe ein Programm, was die Welt erobert hat. Aber dann hat man eben die Polarität nicht verstanden, den Schatten nicht verstanden. Und dann passierte das, dass man da im Gegenpol landet, in so einer Schattenwelt. Das ist in der Beziehung genauso. Wenn Sie jetzt 20 Jahre Beziehungen haben, das erste Jahr war ja traumhaft. Das war ja eine wundervolle Liebe. Aber wenn Sie dann die Polarität nicht verstanden haben, den Schatten nicht integriert haben, dann ist ein Schatten, eine Schattenbeziehung draus geworden. Nach 20 Jahren. Aber Sie können sowohl bei der katholischen Kirche als auch bei Ihrer Beziehung natürlich sehen, wo so viel Schatten ist, muss auch viel Licht sein. Sonst kann der Schatten gar nicht passieren. Und wir könnten wieder rangehen an das Licht. Das ist das Thema von Schattenprinzip, diesem Buch. Das würde ich Ihnen einfach sehr empfehlen, dass Sie die Schatten in Ihrem Leben, die Schätze, angehen. Das ist Seelenarbeit. Und dann kriegen Sie aber wirklich viel raus an Lebensenergie, wenn Sie Ihre Krankheitsbilder anschauen, an Lebensenergie, wenn Sie Ihre Partnerprobleme anschauen, Ihre Berufsprobleme. Überall sitzt im Schatten der Schatz und könnte befreiend wirken. Ganz zum Schluss noch ein paar Zahlen, die Sie alle kennen, wahrscheinlich für arabische Zahlen halten. Hier sehen Sie aber, das ist auch ein Schmetterlingsflügel, diese vier. Da hat ein Schwede die Flügel von Schmetterlingen fotografiert. Ich kenne das schon 30 Jahre. Gott sei Dank hat der Verlag jetzt mal die Rechte gekauft, finden Sie im Buch drin, Lebensprinzipienbuch, im Schicksalsgesetzebuch. Es sind vielleicht gar nicht arabische Zahlen. Die sind seit Jahrmillionen auf Schmetterlingsflügeln drauf. Und er hat weitergeschaut, hat auch die Buchstaben gefunden. Vielleicht sind die gar nicht lateinisch. Weil sie sind alle schon auf den Flügeln von Schmetterlingen drauf. Und was ich Ihnen damit zeigen will, ist, wir leben in einem Kosmos, nicht in einem Chaos. Und in diesem Kosmos gibt es Schicksalsgesetze, Regeln, Spielregeln. Wenn Sie diese Regeln lernen, wird Ihnen das Leben in dieser Schöpfung viel mehr Freude machen. Das wäre ein schönes Poster, können Sie gerne aus dem Buch rausfotografieren für Kinder, wenn Sie schon die Buchstaben lernen sollen. Dieses Thema mal sehen, weder lateinisch noch arabisch, sind Muster dieser Welt. Und wir spielen mit diesen Mustern. Und umso kompetenter wir die Spielregeln kennen, umso mehr Freude macht uns das Spiel des Lebens. Die Inder sagen ja nicht zufällig lila, das kosmische Spiel. Und das mit wirklich viel Hingabe und Erfolg und sehr glücklich zu spielen, würde ich Ihnen sehr raten. Und ich danke Ihnen für Ihre lange Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.